Es steichert sich ja dieser selbst ausgedachte Wahnsinn immer mehr. Und diese vielen Sichtweisen. Und ich sage einfach die Präzision, sich bewusst zu machen, was ist jetzt? Dann sage ich als Geist, man muss erst einmal wissen, was ist Geist? Dieses nicht denkbare Nichts. Und dann wird man wieder nach. Und ich mache mir jetzt einfach einmal bewusst, wo resoniere ich? Das ist so die erste Erkenntnis, darum wird zurzeit mein Lieblingssatz ist, ich habe es tausendmal schon erzählt, wenn man diese Unmenge an Selbstgesprächen sich anhört, wenn man sich die Mühe macht, aber nicht nur einmal. Ja. Meint, man hätte was verstanden, aber du hast ja keinen Einfluss drauf, du bist der träumende Geist. Das heißt dazu, du wirst feststellen, wenn du resonierst, wiederholst du Sachen. Ja. Egal, ob du positiv resonierst oder negativ resonierst. Ich sage dieses, ich will und ich will nichts in die zwei Seiten. Und jetzt sage ich jetzt einfach einmal sich selbst beobachten, wie ich auf gewisse Informationen reagiere. Und da gibt es Informationen, da reagiere ich positiv. Ich könnte jetzt sagen, das glaube ich. Zwangsläufig entsteht was, was ich nicht glaube. Ja. Ich muss jetzt erst einmal, und jetzt ist es, ich meine jetzt der beobachtende Geist. Dieser beobachtende Geist, der sich nicht mehr einmischt, der seinen Fokus massiv verlegt auf sein bis dato angewandtes Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm. Ja. Habe ich immer wieder gesagt, ich, ein ausgedachtes Ich, beobachte mich. Das steht für den Körper und das ist der Mensch. Das ist das Programm. Ich beobachte mich. Ich nehme mich ja immer in einer gewissen Maßperspektive, ich durch den Blick, durch meine Maske, durch die Filtermaske wahr. Und jetzt ist ganz einfach, wenn jetzt irgendwie Meinungen auftauchen, kann ich mir bewusst machen, und jetzt wohlgemerkt, das ist ein ausgedachtes Bewusstsein. Wir denken ja jetzt, dieses Ich ist ein ausgedachtes Bewusstsein. Kann ich mir bewusst machen, ob ich da damit, jetzt kommt schon das schöne Wort, sympathisiere oder nicht. Und jetzt kommt schon der erste Widerspruch. Bis dato habe ich geglaubt, wenn ich mit was sympathisiere, empfinde ich das gut. Aber wir wissen ja, Sympathie heißt nicht leiden. Ich leide letztendlich an einer einseitigen Sichtweise. Ich muss mir jetzt erst einmal absolut bewusst machen, welche einseitigen Sichtweisen mir mein derzeitiges Programm als logisch richtig und logisch verkehrt aufzwingt. Ich sympathisiere immer mit der Seite, die mir richtig erscheint. Stimmt. Und die Seiten sind austauschbar. Das sind so die ganz simplen Sätze, eine Vorstellung von richtig ist eine Richtung, in die ich schaue, und das setzt automatisch zuerst einmal ein Gegenteil und noch viele, viele andere Perspektiven drumherum. Und wenn ich das habe, wenn mir das bewusst ist, drehe ich das um 180 Grad. Das ist dieser einfache Satz, dass ich sage, wenn ich jetzt diese Meinung, die in mir auftaucht, durch eine Äußerung, durch einen Zeitungsartikel, wo ich ja zwangsläufig mir bewusst machen kann, da ist in mir noch der Glaube, das hat irgendein anderer geschrieben, mit dem ich nichts zu tun habe. Wenn ich den seinen Glauben hätte, wäre das alles für mich vollkommen logisch und das, was ich zur Zeit als richtig ansehe, als Richtung ansehe, wäre dann verkehrt. Das ist schon ein Heilungsprozess, dass ich mich in die Mitte bewege. Ja, genau. Und da gibt es ja nichts zu diskutieren. Darum sage ich, Menschen wollen immer diskutieren und Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt und damit hängst du automatisch wieder in der Selbstentheiligung. Stimmt. Es geht bei Holofeeling überhaupt nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Das sind Kategorie 2 Fragen. Weil du zwangsläufig, egal für welche Seite du dich entscheidest, dich für eine Seite entscheidest von einem heiligen Ganzen. Den Zustand, das ist der Heilungsprozess. Und dieses, vor allem dieses, ich nehme alle Schuld auf mich. Wer hat es gemacht? Ich, weil ich das jetzt denke. Ich denke mir jetzt dieses Gespräch aus. Und ich kann jetzt immer wieder, wenn ich sage, schau in dich rein, mach dir bewusst, inwieweit ist in dir in deiner tieferen Ebene, in deiner Konstruktebene, im Arbeitsspeicher noch der Glaube, dass diese Aufnahme zeitlich vorher gemacht wurde und dabei ist. Und irgendwer hat es jetzt ins Internet reingestellt. Internet ist Gott, das ist dieses absolute Zentrum. Du brauchst immer diapositiv und diapositiv. Ob wir jetzt zwei Seiten uns denken, ich fange immer nur bei die zwei Seiten an. Sobald wir uns die zwei Seiten ausdenken, sind beide Seiten da, muss exakt nochmal gespiegelt nochmal zwei Seiten da sein.
Das ist jetzt unser Einheitskreis, die vier Phasen. Ja. Ja. Und sobald ich mir jetzt die vier Seiten ausdenken müssen, zwangsläufig, wenn ich ein Bild mit vier Phasen habe, muss ein Negativ mit gespiegelten vier Phasen da sein. Dann sind acht Phasen da und dann kommen wir zu den 16. Ja. Das ist einmal das Grundprinzip. Ja. Das ist kein, das ist so weit weg von dem, was dir normale Menschen erklären in deiner Welt, in der Logik. Stimmt. Ja. Holo Feeling ist nicht besser wie irgendeine andere Logik, sondern sie ist allumfassend. Sie ist das Summa summarum von allen logischen Einseitigkeiten. Ja, genau. Das ist das erste Geschenk. Aber das Thema, wo man gerade kurz, bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, merkst du, jetzt ist schon wieder Vergangenheit. Ich habe in der Vergangenheit, mir ist es jeden Moment bewusst, aber ich sage immer, ich muss normal reden. Ja, klar. Wenn ich mit einem Basic-Computer, mit einem Basic, der mit Basic-Betriebssystem arbeitet, kann ich nur Basic-Informationen und Daten benutzen, sonst kriegst du nichts mehr. Ja. Und diese einfache Erkenntnis zu wissen, ich bestimme letztendlich, was ich aus einer auftauchenden Information mache, wenn ich eine Zeitung lese. Man hängt so massiv in diesen Einseitigkeiten, in diese Redenwendungen drin, dass ich einfach mir bewusst mache, was jetzt da ist. Und dann schaue ich, wie ich das interpretiere. Mhm. Und dann sind alle Menschen, Politiker, alles, was ich mir denke, entstehen jetzt in dem Moment, wo ich sie denke, in meinem Kopf aufgrund von einer Norm, der auftaucht. Und jetzt kann ich mir vollkommen wirklich als Bewusstsein bewusst machen, dass ich mir den jetzt in die Vergangenheit denke und aufgrund meines anerzogenen Intellekts mir mehr oder weniger denke, der hat das und das entdeckt. Mhm. Der, den ich mir jetzt denke, den ich jetzt erschaffe und dem dieses Wissen zuspreche. Wahnsinn, Das ist alles, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Es macht halt, solange der zweite, wie ich sage, die eigene Logik noch übermächtig ist, das sind diese simplen Beispiele. Ja. Tun muss ich nichts. Ich sage, bewege dich auf die Ebene, dass du schaust, was du tust, wie du interpretierst, ohne das selbst zu interpretieren, sondern eine reine Bewusstwerdung von dem zwanghaften Mechanismus, der sich in einem selbst abspielt. Die Grundvoraussetzung ist zuerst einmal, dass man bereit ist, sein komplettes Wissen, sein ganzes Weltbild, wie ich sage, das Haar zu opfern. Genau. Ja. Mhm. Einmal auf Null setzen, eine Tabula rasa machen. Mhm. Und dafür kriege ich dann ein höheres Betriebssystem. Ich schenke dir mein jetziges Leben. Ich setze mich auf Null und tauche ein vollkommen neues Leben auf, wo ich sage, aus dem Buchstaben habe das Wort Haus. Und ich sehe jetzt, ich verändere ja nichts, weil jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein wichtiges Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Ja. Ja. Wenn du Geist bist und du bist Geist, weil du mich jetzt sprechen hörst, und der mich sprechen hört, ist etwas, was in keinster Weise existieren kann. Mhm. Ich spreche jetzt von einem Hörer, der aber in dem Moment was Ausgedachtes ist, was Existierendes ist. Der wirklich hört, kann nicht existieren. Mhm. Ja. Weil alles, was existiert, vergänglich ist und ich spreche mit einem ewigen Geist. Mhm. Ja. Man entmündigt sich noch viel zu sehr, dass man Gedanken, die man sich denkt, mächtiger wähnt als sich selbst. Das ist der eigentliche Wahn. Das ist der Wahn, ja. Ich mache wieder so einen ganz einfachen Satz. Solange du glaubst, dass irgendein Gedanke, den du dir denkst, mächtiger ist wie du selbst, rot geschrieben, hast du keine Ahnung, wer du bist. Ja. Was du bist. Ja. Ja. Es ist ein Segen, wenn einem das bewusst wird. Absolut. Und es ist immer wieder wie ein Videospiel. Es ist wirklich ein Videospiel. Dass du jeden Moment, jede Entscheidung, die du triffst, jede Interpretation, der Flügelschlag des Schmetterlings in der Quantenmechanik, die haben ja alle einen Sinn. Ja. Es ist wie mit Wetterberechnungen, wo ich immer die Hochrechnungen, wo sie machen. Es ist ein absolut leichtes, wo ich immer wieder darauf hinweise, wenn du wirklich einmal nur deinen Wetterbericht, den aktuellen Wetterbericht verfolgst, dass es, du kannst eine Münze schmeißen. Dieser jetzt von uns ausgedachte Aufwand, jetzt interessiere ich mich nicht ins Internet, wie wird eigentlich Wetterprognosen erstellt, was ist dazu nötig in meiner jetzt ausgedachten Welt, von der ich mich jetzt löse, dass die unabhängig von mir da außen ist. Im Anfang ist es Programm. Mhm. Die größten Rechner der Welt, wie das losgegangen ist mit den Computerberechnungen, sind benutzt worden, um Wettervorhersagen zu machen. Und ich kann dir ganz, ganz definitiv sagen, wenn du das wirklich einmal verfolgst,
Du kannst der Münze schmeißen. Es ist rein, der Wetter, das angeblich übermorgen ist, ist absolut vage. Wenn du jetzt in das Wetterradar reingehst, wo angebliche Satellitenaufnahmen die Wolken verfolgen, wo ja dann maximal 1,5 Stunden Wetterradar eingeben, kannst du über deinem Ort 1,5 Stunden die Wolken. Das ist der Jetzt-Zustand, den Satelliten, wir sind nur Gedanken in unseren Kopf aufnehmen. Die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit wird dann hochgerechnet, maximal 1,5 Stunden, ob es in einer Stunde regnet oder nicht regnet. Mhm. Du kannst das verfolgen, du kannst der Münze schmeißen, es ist nichts aus Sorgen. Die Wahrscheinlichkeit, du kommst aus einer 50-50-Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht raus. Mhm. Ja. Es ist Zufall. Es bleibt Zufall. Es ist nur die Illusion, dass man was vorherbestimmen könnte. Ja. Ein träumender Geist kann überhaupt nichts vorherbestimmen. Ja. Er kriegt aus einer höheren Quelle ganz maßgeschneidert was für sein geistiges Wachstum. Super. Da wird ganz absichtlich was eingespielt, was eben nicht so ist, wie es unbedingt haben will, weil was für dich zum Wachstum wichtig ist, für die Vervollkommnung, ist genau das, was in dem Christentum die Feindbilder sind. Mhm. Ja. Ich habe zigfach erwähnt, das Symbol Feind steht schlichtweg für alles, was du böse, schlecht, gefährlich, aber auch für alles, was dich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, ein Feind ist das, was du nicht haben willst. Mhm. Und alles, was dich nicht interessiert, willst du ja auch nicht haben, weil du meinst, das ist nicht wichtig. Mhm. Aber solange es möglich ist, von dir irgendetwas zu denken, was du bisher noch nicht gedacht hast, und du willst es nur nicht denken, weil deine Logik dir aufzwingt, das ist sowieso nicht wichtig. Es ist nicht von in der Esse. Ja. Was übrigens richtig ist, solange du das nicht denkst, ist es keine innere Existenz, kein in der Esse blau geschrieben, kein inneres Sein in dir. Ja. Mhm. Ja. Ja. Was du immer nur in Facetten von all dem, was prinzipiell in dir drin ist, erlebst. Ja, genau. Mhm. Dann wirst du, wenn du wertfrei warst, ein großer Fehler, wo ich sage, ist die Moral. Mhm. Der große Hemmschuh. Dass dir bewusst wird, und jetzt rede ich ganz bewusst normal chronologisch raumzeitlich, was für ein unendliches Leid über ausgedachte Menschheit, die sowieso bloß ein Gedanke ist, kann ein Gedanke von mir leiden. Diese Leid, Religionen und Politik und Machtgeilheit von gewissen Menschen über die Menschheit gebracht hat. Und das ist jetzt in unserer Traumwelt ganz bewusst so in der Führerscheinprüfungsbogenwelt, dass du das erkennst. Ja. Diese extreme Lügenwelt, diese Manipulation, ich sage schon, wenn sich einer politisch betätigt, das beginnt, wenn du auf die Straße gehst, für irgendeine Einseitigkeit demonstrierst. Ich sage immer wieder, du stirbst ganz einfach raus. Als ein Nichts, den niemand kennt, verlässt du den Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt, in dem du wach wirst. Gut. Kann man wach werden, obwohl man noch schläft? Und jetzt ist natürlich, die Frage ist unendlich einfach, weil ich muss mir zuerst einmal bewusst machen, was bedeutet eigentlich Träumen? Träumen bedeutet, dass ich mit Informationen konfrontiert werde, die sich in meinem Kopf abspielen. Wenn ich jetzt sage, in meinem Kopf abspielen, meine ich nicht den Kopf von dem Trockennasenaffen, der ich zu sein glaube, der ja im Zustand des Schlafens jetzt ausgedachterweise da liegt und schläft und sein Bewusstsein verloren hat. Weil Bewusstsein ist ja für mich, wenn ich wach bin, bin ich bewusst. Aber ist eine Bewusstwerdung von etwas nicht, dass ich einfach mir, gewisse Informationen werden mir bewusst. Man beachtet das Wort Informationen. Das heißt, Träumen ist die Bewusstwerdung von ständig wechselnden Bildern, die sich in einem Kopf abspielen, das nicht der Kopf eines ausgedachten Menschen ist. Das ist wieder die Kiste, wo ich mir was reindenke. Alles, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher und jeder 13-Jährige, wenn er den Gedanken mitgeht und sich ein bisschen damit mit diesen Gedankenbildern auseinandersetzt, du setzt dich ja immer selber auseinander, das sind deine Divisionen. Wir haben eine absolute Eins, das ist jetzt hier der Punkt, das Zentrum in der Camera Obscura. Ja. Und das ist das Schöne, dass die zwei Seiten, das Innerhalb und das Außerhalb, die lösen sich vollkommen in nichts auf, weil die beide nicht sind. So wie plus 5 und minus 5 eigentlich genau genommen sich selber egalisieren und zu diesen absoluten Nichts werden. Das ist die Wurzel. Jetzt haben wir schon das Wort Ur. Wir gehen da mal ganz einfach
schreib mal den Gematrie Explorer ein, weil das unsere Matrix ist. Und ich sage immer wieder, die einfachen Sätze sind wichtig, nicht, dass du die Sprache verstehst. Das Rot-Blau lesen. Wäre so einfach zu lernen. Die Radix-UR ist erst einmal verbunden, vereinigt im Kopf. Das ist die große Einheit, das ist Gott. Mhm. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Wir können das auch All nennen. Das ist nichts. Okay? Mhm. Ja. Und jetzt haben wir hier blau gelesen, es ist eine aufgespannte Rationalität. Mhm. Also eine aufgespannte Berechnung. Interessant, ich will jetzt da, weil das oft verwirrend ist, der Pyramidenwert haben wir den einen und das ist der eine Einheitskreis mit plus, 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 minus, 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 plus. Mhm. Mhm. Abba-Schwert gespiegelt, könnte ich jetzt sagen, die Kollektion des Geistes, die Kollektion der Synthese. Mhm. Im Kopf ist was geschlossen, im Kopf ist was aufgespannt. Ja, ja, genau. Ich kann auch wie geschlossen, wie aufgespannt lesen. 20. Wir können 20. Die Null können wir immer wieder runter reduzieren. 2, 20, 200. Mhm. Bleibt sich immer wieder gleich. Okay, jetzt pass auf. Dieser vereinigte, verbundene Kopf, das ist mehr oder weniger das göttliche Sein. Da machen wir jetzt einfach mal IN. Wir brauchen jetzt gar keine hebräischen Wörter. Das ist das göttliche Sein, das ist diese Kurzform, sein Licht möge erstrahlen. Neroadiert, das kann man natürlich spiegeln, rechts nach links lesen, links nach rechts lesen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, pass mal auf. Dieses Ur machen wir jetzt einmal als göttliches Sein. Ah ja. Das ist unser Shin. Mhm. Okay, mhm. Das ist das Ur. Der verbundene Kopf ist göttliches Sein. Mhm. Unser Shin haben wir ja die vier Shins. Mhm. Schau mal. Pi. Das ist das Pi. Ja. Die Bisse. Wenn du jetzt plötzlich merkst, hier diese Möglichkeiten dieser vier Shins, das sind die vier Phasen. Mhm. Dass die Bisse, der Urin, wir haben ja zwei Pi. Ja. Unser Gott. Und da ist jetzt natürlich das SS ist ja ein Shin, Shin He, kriegst du das Lamm, La MM. Ja, genau. Mhm. Und du wirst jetzt merken, das heißt das Harnwasser. HRN, Grundradix HR, Berg. Die Quintessenz ist der Schalt, die Quintessenz ist der Schöpfergott. Mhm. Quintessenz ist der Kopf. Wenn wir das Wort hebraisieren, wissen wir BRG im erwachten Geist. Erwachten Geist. Erwachten, klar. Aber im erwachten Geist ist eine Gag-End. Gag. Dach. Ist die Gag-End. Gag ist unser Dach, das Ausgedachte, beziehungsweise 333 ist die Welle. Mhm. Und END, LFND ist auf- und abschwingen. Genau. Das Ganze beginnt jetzt aus dem Geist G, E-Quadrat wird polar. Mhm. Habe ich so oft gezeigt. Ja. Der Geist wird polar. Jetzt kriegst du eine Becken, das Äußere. Augen heißt Becken hebraisiert, BR ist das Äußere, auch die Reinheit und die Aue ist eine Fläche. Die Aue führt dich übrigens dann auch zu dem Chor. Dann haben wir den Buckel, das Schild, die Erhöhung, die Erwiderung, die Felge, das Gewölbte geht nach unten in die Höhle, der Rücken, die Rückseite, jetzt ist da der Sinus schon drin. Ja. Mhm. Diese Kollektion in der Pyramide besteht aus plus 5, minus 5. Schön. Stimmt oder stimmt? Schön. Mhm. Habe ich wieder Glück gehabt, dass das ganz zufällig passt. Und das ist still, das ist ein Computerprogramm. Und das ist eigentlich immer wieder, du musst eigentlich nur zuerst einmal verstehen, wer du bist. Darum sage ich, ich erkläre, wer du bist. Und du wirst dann merken, dein Leben oberflächlich ändert sich an dem Leben nichts. Aber jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, was ich jetzt erklären wollte mit dem Leben. Wie wird das nächste Leben? Wenn du jetzt wach wirst. Und dann mal viele Möglichkeiten. Ich mache jetzt das erste Mal prinzipiell wach werden. Ist wie wenn du aufschreckst, du begreifst, ich habe ein Buch gelesen. Mhm. Während du einen spannenden Roman liest, während du ein spannendes Leben träumst, vergisst du vollkommen den Leser, du bist diese Figur, du bist die Rolle, die du spielst. Mhm. Ja.
Jetzt ist immer wieder, wenn ich darauf betone, das, was du bist, spielt als Ding an sich keine Rolle. Mhm. Weil du der Mittelpunkt bist. Mhm. Wir haben das schon gesagt. Ja. Beim Wirbelsturm ist es das Auge des Zyklopen, das eine Auge, das dritte Auge in der Mitte zwischen den Zweien. Ja. Haben wir gerade gehabt. Die sind diese, diese, Antithese. Ja. Gut, dass ich im Fortbett verliere. Also das heißt, wenn du wach wirst, hast du einen kleinen Moment dieses Gefühl, hey, ich bin ja was anderes, ich habe mich ja während dieses Lebens überhaupt nicht verändert. Das ist, da bin ich so oft drauf eingegangen. Ja. Ja. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, wenn du dich mit irgendwas beschäftigst, mit irgendwas Speziellen, du wirst feststellen, egal welchen Körper du dir jetzt denkst, ob du 20, 30, 40-jährig, egal was du dir denkst, wenn du dich in dieser Phase, in dieser Seite des Buches, sage ich chronologisch gedacht, dich mit irgendwas beschäftigt, der Interessierte, der sich damit beschäftigt, ist immer noch derselbe. Ja, das stimmt. Jetzt kriegst du Selbstbewusstsein. Das ist kein Alterungsprozess. Das kannst du natürlich einem 20-Jährigen nicht erklären. Er könnte das rein intellektuell schon verstehen, wie ich sage, er muss trotzdem das durchleben. Ja. Jetzt beginn mal ein neues Buch zu lesen und sobald du das neue Buch liest, wenn dich das fasziniert, sage ich immer wieder, glitschst du, der Leser, der umblättert, existiert dann nicht mehr, jetzt bist du in einer neuen Rolle. Ja. Und dann existiert von der vorhergehenden Rolle, wenn das ein anderer Roman ist, ich kann zum Beispiel hier von einem Mittelalter-Roman als nächstes einen Science-Fiction-Roman lesen, wo ich Captain von einem Raumschiff bin, ist alles, was vorher war, ist komplett weg. Es ist zwar noch da, aber ich habe halt jetzt in dem Arbeitsspeicher bloß das laufen. Das ist einmal die erste Erkenntnis, wobei das eigentlich gar nicht das Spiel ist. Du kannst durchaus, und ich habe gesagt, der Unterschied ist, wenn du Holofeeling in dem Leben noch absolut installierst und akzeptierst, ohne jetzt den ganzen Komplex an Wissen jemandem erklären zu können, sondern nur, dass du erahnst, dass das die wirkliche Wirklichkeit, die Funktion deines Geistes, wie du Welt magst, wie du Welt erschaffst, du bist dafür verantwortlich, für das, was du dir ausdenkst. In Verbindung natürlich immer mit einem gewissen Wissen, mit einem Intellekt, mit einem Programm. Ja. Mhm. Darum schiebe ich jetzt ganz kurz ein, bevor ich da weitermache. Das ist in Ich bin du, weil ich schon, dass wenn du dir Säugetiere ausdenkst, die Wirbeltiere, dass du dann nochmal die Krone der Schöpfung setzt, du den Trockennasenaffen, was du Mensch nennst, den Enosch, die Medim, sterbliche Säugetiere. Der Unterschied zwischen normalen Säugetieren und dem Trockennasenaffen ist schlichtweg und einfach die Komplexität des Programms. Ja. Ich sage immer, nenne das, was du beim Tier Instinkt nennst, nennst du beim Menschen, beim Trockennasenaffen Intellekt. Die Funktion ist die gleiche, sie ist nur quantitativ aufgeblasen. Ja. Ich könnte es jetzt einmal ganz einfach machen, das Tier hat einen Taschenrechner als Instinkt entspricht dem Taschenrechner und es wird reagieren, ganz primitiv. Wenn ich 5 und 5 reingebe, wird es mit einer 10 reagieren, ob es will oder nicht, weil es so programmiert ist. Beim Menschen ist es der Intellekt wesentlich komplexer, weil wenn ich jetzt da irgendeine Eingabe mache, ein Wort, zum Beispiel Udo, kommt da nicht. Da ist ein Riesenkomplex im Hintergrund. Und jetzt hängt ein spezielles Programm auf, was du bei dem Wort Udo für eine Vorstellung aufbaust. Und ich sage, das hängt von deinem Programm ab. Du kannst jetzt eventuell an deinen Mann denken, an deinen Bekannten denken, an Udo Lindenberg, an Udo Jürgens denken. Da gibt es so viele verschiedene Udos. Es gibt bloß einen Udo Petscher. Aber da wirst du jetzt merken, dass auch da automatisch eine Zuneigung oder eine Ablehnung da ist. Das macht aber dein Programm. Von Freiheit ist da überhaupt keine Spur. Ja. Auch nach wie vor, was für dich von in der Esse ist, wo du innerlich Beifall klatscht und wo dir die Haare zu Berge stehen, wo du dich immer wieder aufregst und immer wieder dasselbe Zeug wiederholst. Ganz schlimm ist, wenn du jetzt sagst, ich will das ja nicht mehr denken. Ja, genau. Da bin ich, es ist genau die gespiegelte Seite von dem Wünschen. Ja. Ein Wunsch ist es Begehren nach etwas, wo du dir einredest, dass du es nicht besitzt. Was aber in dem Moment doch deine Information ist. In dem Moment besitzt du das doch. Vorgestellt. Wo ist es, wenn du es nicht denkst? Dann bist du eins damit. Ich könnte jetzt einmal als Ehemann Udo Petscher von der Frau Marion Petscher könnte ich sagen, die meiste Zeit, wenn ich über was nachgrübel, bin ich mit meiner Marion absolut eins, weil ich denke weder an den Udo noch an die Marion. Ja.
existieren tut bloß das, was ich denke. Dann sind sie eins. Ja. Bis ich dann an meine Frau denke und mit den Gedanken an meine Frau ist zwangsläufig der Gedanke im Hintergrund, ich denke dann nicht an mich. Wenn ich jetzt an die Marion denke, an meine Frau denke, ist im selben Moment, denke ich nicht an mich. Da muss ich mir bewusst machen, dass ich schon, wenn ich von meiner Frau spreche, das Gegenteil dann der Mann ist. Mhm. Jetzt der Ausgedachte. Mhm. Und das ist die zwei Seiten, sind normalerweise immer oben und unten. Darum wiederhole ich, das ist so wichtig, wenn ich das wiederhole. Dass du das Wesentliche vergisst. Wenn du jetzt sagst, ich schaue nach oben, ich muss das immer wieder ansprechen, wenn das jetzt in dir auftaucht. Sag nicht, ich habe es verstanden, sonst wäre es jetzt nicht mehr da. Ja. Wenn ich jetzt sage, da oben ist ein Vogel oder eine Wolke, dann habe ich eine Richtung und da gibt es eine Kehrseite dazu. Die muss jetzt nicht außen sein, sondern die Kehrseite ist das Innen. Das heißt, dass ich zwangsläufig, da ich ja immer noch diese Identifikation mit meinem Körper habe, bin ich zwangsläufig unten. Das heißt, ich bin entweder unten oder oben. Wenn ich mir was nach oben denke, bin ich zwangsläufig unten. Aber was mir jetzt klar werden muss, dass dieses oben bloß ein Blickwinkel ist, dass ich auch nach unten schauen kann. Am Boden. Aber dann bin ich ja zwangsläufig oben. Warst du jetzt, während du zugehört hast, oben oder unten? Genau. Wenn ich das so mache, sind die zwei Sachen, egalisieren sich, du bist immer in der Mitte. Jetzt kommt aber der Hammer, Peter, habe ich dir gesagt. Weißt du eigentlich, dass du im Gegensatz zu den meisten Menschen die meiste Zeit extrem gesund warst? Du hast dir aber bloß immer die Krankheit ausgedacht. Ja, ja. Weil umso größer die Krankheit und das körperliche Leid ist, umso höher der Berg wird, ist zwangsläufig auch die Tiefe dementsprechend groß. Richtig. Ja. Esoterik spricht von dem Gesetz der Polarität. Verstanden hat es keiner. Und warum? Es kann keiner, den du dir denkst, verstanden haben, bevor du es dir selbst verstanden hast, weil die du dir ausdenkst, in den Köpfen ist bloß das drin, was du dir reindenkst. Und das Schlimmste, was man machen kann, dass ich mir jetzt jemanden ausdenke und sage, der weiß ja wesentlich mehr wie ich. Ja. Wenn ich träume, ist jeder Mensch, der in mir auftaucht, deshalb da, weil ich ihn mir ausdenke. Ich ist nicht der, den ich mir jetzt denke, wenn ich an mich selbst denke. Der ist nämlich auch was Ausgedachtes. Ja. Ja, ein Objekt. Wenn ich sage, ich bin du, meine ich nicht irgendeinen Gedanken. Ja. Sondern ich spreche jetzt, und jetzt muss ich Worte machen, ich zerstöre jetzt eigentlich durch die Worte das, was ich dir beschreibe. Ich spreche von jemandem, der nichts ist, der nicht denkbar ist, der nicht existieren kann, weil er ewig ist. Ja. Ich erkläre dir deine Ewigkeit. Du bist ewiges Leben, lebendig. Für die Möglichkeiten, ob du das jetzt glauben willst oder nicht. Und jetzt ist es mit Holofeeling maßgeblich. Das ist ein Intimakt. Du musst nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, davon überzeugen. Du musst da mit keinem drüber reden. Ich wünsche mir, dass du dir jetzt bewusst machst, dass du der Einzige bist, in dem Spiel, der ewig ist. Niemals irgendeiner, den du dir ausdenkst. Das sind Lebensabschnittsgefährten. Die hattest du, wenn du in deinem Lebensbuch jetzt zurückblätterst, in der Datei jetzt die Bilder hochholst, wo du vorher gesagt hast, das war in der Vergangenheit. Im Arbeitsspeicher ist der ganze, alle Bilder, alles gleichzeitig und im Bücherregal sind die ganzen Leben gleichzeitig. Dann hattest du Lebensabschnittsgefährten. Mhm. Ja. Ja. Aber was dir noch nie aufgefallen ist, du hattest einen ganz bestimmten, den, der du zu sein glaubst, ist ja auch Lebensabschnittsgefährte ausgedachterweise, weil du eine Zeit lang ein Kind, ein Vorschulkind warst. Dann warst du ein kleines Schulkind, dann warst du ein Pubertierender. Und auch diese Körper, wo ich sage, die wir uns jetzt denken, die wir uns zusprechen, die waren immer jetzt, die können immer nur jetzt sein. Auch diese Körper waren Lebensabschnittsgefährten und Phasen, innen zu außen. Ja. Und ich bin, du hast ganz einfach, wenn du glaubst, du bist ein achtjähriges Mädchen, wenn das dein Programm dir aufzwingt, diese Vorstellung, dann lebst du in der Welt einer Achtjährigen. Du hast die Wünsche dieser Achtjährigen natürlich von deinem ganz persönlich subjektiven Programm gesteuert. Du hast die Probleme dieser Achtjährigen und wenn du vor dem Spiegel stehst, steht in dem Spiegel dir gegenüber, dir gegenüber eine Achtjährige, die genauso aussieht, wie du glaubst, dass du aussiehst. Ja, genau. Wenn du ein achtjähriger Junge bist, dieser achtjährige Junge in dem Spiegel. Aber das Programm ist das Programm selber, der Reihe. Schau mal, ich mach mal nochmal unser Ding hier.
Drei Buchstaben, die wir austauschen. Wir machen zuerst einmal unser RAI. Das ist jetzt ganz normalerweise, jetzt erst einmal heißt es Spiegel auf Hebräisch und es ist ein Schauspiel. Ein Anblick, ein Ansehen, ein Aussehen. Das ist die normale Übersetzung, der Spiegel, die Erscheinung, das Aussehen, das Anblicken, das Anscheinen und so weiter und so weiter. Wir wissen ja, rot geschrieben ist das der Kopf des Schöpfergottes, der ist göttlich oder eine berechnete Schöpfung deines Intellekts. Ja. Ich habe das Spiel ja schon gemacht. Wir tauschen das einmal die Buchstaben ein bisschen aus. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es geht jetzt nicht darum, dass da entsprechende hebräische Wörter gibt. Wir machen ganz einfach mal Folgendes. Wir tauschen einmal hier die ersten zwei Buchstaben aus. Dann kriegst du den Ari. Das ist der Arier. Der Ari erwacht. Das ist der Löwe. Die Arithmetik. Die Arithmetik, das ist die Berechnungsfähigkeit, bewusste Berechnung. Wir wissen jetzt, dass das Löb, das W ja auch ein B ist, dann kriegst du Leben und dann beginnst du zu leben. Leben wiederum ist das Herz. Wissen wir ja alles. Jetzt haben wir den Schöpferkopf. Hier, wenn wir den Ari haben, das tauschen wir nur die ersten aus. Jetzt pass auf, jetzt machen wir, jetzt tun wir mal hier das Spiegeln. Das ist jetzt eine große Fehlübersetzung. Ängstlich, fürchten, furchtsam. Diese Radix wird immer übersetzt, in der Regel in der Dora, einseitig ausgelegt mit Angst. Er hat Angst, er war ängstlich. Er fürchtete sich, er scheuchte, er hatte Angst vor etwas. Hat was zu tun mit den Schrecken versetzt werden. Aber was das eigentlich heißt, wenn wir das rot lesen, schauen wir mal nach unten. Das heißt, da ist Gott und dieser göttliche Kopf ist der Schöpfer. Aber was hat es mit Angst zu tun? Intellektuelle Berechnung erzeugt eine Schöpfung. Genau genommen heißen diese, es gibt ja andere Wörter für ängstlich. Wenn wir jetzt ängstlich eingehen, wollen wir feststellen, da gibt es noch ganz andere. Angst, Schrecken zum Beispiel, unsere Chetaf. Das sind Schrecken versetzt, weil die Shin-R-Ecken, die logisch berechneten Ecken, was hier eigentlich die Basis ist. R-A für sich alleine. Ja, sehen. Das ist das Sehen und die Lunge, die Vorstellungen. Ich mache das ganz kurz einmal, dass wir uns das anschauen. Das ist ja eigentlich hier zuerst einmal der Kopf des Schöpfergottes, ganz alleine. Wenn der Kopf des Schöpfergottes hier zum Wahrnehmen anfängt, dann kriegst du das Sehen, der Seher, da steckt die Ehe schon mit drin, Denker und Ausgedachtes ist eins. Die Lunge, haben wir ja gesagt, die Vorstellungen, die Darstellungen, die Spiegelungen. Ja. Gucken, schauen. Ja. So, und jetzt pass auf, dieser Kopf des Schöpfergottes, wenn ich ein I davor mache, ich könnte jetzt einfach mal hier dieses göttliche Licht, dieses IRA. Ja. Sorry. Ist eigentlich bedeutet Ehrfurcht haben. Ja, eben. Und mir muss jetzt klar sein, dass eine Ehrfurcht nichts mit der klassischen Angst vor etwas zu tun hat, sondern ich nenne das gerne Respekt. Ja. Du hast einen riesen Respekt. Jetzt haben wir schon den Spekulus. Ehrfurcht. Kann man ja rot machen. Fur ist pur. Ja. Da kriegen wir für dich. Chete, habe ich jetzt rot geschrieben, hast ja Schrecken. Das Los, das Schicksal ist in Schrecken versetzt zu werden. Aber die Schinner, die logisch berechneten Ecken, sind die Blickwinkel, in die du reinschaust. Darum sind es Respekulationen. Spekulares sind Spekulum in einen Spiegel hineinschauen und diese Spiegelungen kehren wieder zu dich zurück. Ja. Und da wir in einen Spiegeltunnel reinschauen oder in einen Spiegel Tetraederstruktur, erzeugt es eine Symbolik von Tiefe in einer Höhle. HWH, HWH, Kreisen ist auseinandergeschmissen. Das ist JHWH. Ja. Du solltest einen riesen Respekt haben vor Jahwe. Letztendlich vor dir selber. Das Ganze erzeugt jetzt nämlich die Perspektiven, die Spiegeltiefen, die nur eine Illusion sind in unseren Spiegeltunnel. Ja, richtig. Das ist der Respekt. Also was machen wir eigentlich? Pass auf, wir spielen das Spiel weiter. Wenn ich jetzt das durchgehe, IAA, jetzt machen wir IAR. Jetzt kriegst du die Flüsse, die Ströme. Das ist natürlich der Strom. Das hast du ja widerlegen.
Mhm. Scheinen lassen, leuchten lassen, du schaust in die Eckspiegelungen rein. Okay, Ira, was brauchen wir noch? Was haben wir noch nicht gehabt? Ari, Ira. Hm, ja. Ah, jetzt kriege ich, jetzt brauche ich einen Blackout. Ja, alle, glaube ich. Ne. Was habe ich vergessen? Nochmal eine? Nee, dann wäre es. Nein, nein, das ist es noch nicht. Nee? Ja. Ah, ihr. Also ja, klar. Hier haben wir noch nicht. Den wollte ich. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du in deine Ecken reinschaust, fängst du an, was zu illustrieren. Da steckt das Wort Illusion schon mit drin. Mhm. Du bist der Illustrator von dem, was du dir selber ausmalst. Mit deiner derzeitigen Rationalität. Ein Illusionenerzeuger. Mhm. Stimmt oder stimmt? Mhm. Mhm. Du wirst jetzt merken, dass da alles mit reinspielt. Du Geisteswung bist zur Zeit als unbewusster Mensch ein Illustrator, der unbewusst an unserer geistigen Oberfläche seine selbst ausgedachte Traumwelt aquarelliert. Ein schönes Wort, schau mal, wie ich das geschrieben habe. Qua. Mhm. Aqua. Qua, genau. Das heißt, das nicht in Bewegung gesetzte. Genau. Mhm. Das fängt jetzt an zu ein Aquarell, der dich umhüllt. Entscheinende, der Schein, die Scheinenden um dich herum ist ein Luftraum. Das Licht ist aufgespannte Facetten eines Traums. Mhm. Mhm. Da kann man natürlich jetzt ins Englische reingehen, ins Englische und so weiter und so weiter. Es ist immer wieder, du musst das Prinzip nicht können. Du musst bloß wissen, dass es so funktioniert. Wahnsinn. Und jetzt komme ich zurück zum Traum. Ich muss dir das jetzt zeigen. Wir können dasselbe, erinnere dich an Kollam. Der Traum, Kollam. Lechem. Ja. Das Brot. Das Brot. Brot im Adam. Genau. Ich mache mit diesen drei Buchstaben dasselbe Spiel. Du kommst aus dem Kontext niemals raus, weil das göttlich perfekt ist. Ja. Kann ja nicht anders sein. Ich betone nochmal, solange du nicht dieses Selbstbewusstsein hast, dass du meinst, das müssten irgendwelche Gedanken von dir auch wissen und glauben, hast du noch kein Selbstbewusstsein. Die Gedanken, die du dir denkst, wenn das Wissen und Glauben, was du dir ausdenkst und um irgendwas Geistreiches, neue Erkenntnisse in die Kisten, in die Köpfe anderer reinzudenken, muss das dann mal in dem ersten Kopf drin sein. Ja. Erst was im ersten Kopf drin ist, symbolisch gesprochen, kann sich in den herausgespiegelten Köpfen befinden. Wenn du ständig sagst, der weiß ja was, was ich nicht weiß, der weiß ja was, was ich nicht weiß, obwohl du das ja träumst, was diese Figur dir im Traum erzählt, egal was sie dir erzählt, kommt doch aus dir, wenn du träumst. Ja. So einfach. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den nächsten Leben. Also du hast das Buch, du wirst wach. Das heißt, du wirst für einen kleinen Moment wird dir bewusst, hey, ich bin ja eigentlich der Leser, an mir hat sich ja nichts verändert. Dann fängst du ein neues Buch zum Lesen an. Und wenn das jetzt eine neue Geschichte ist, bist du in einer neuen Verkörperung und dann geht das Spiel von vorne los. Ich mache jetzt eine, das ist eine extreme Vereinfachung. Das ist aber gar nicht so klar. Ich sage, wenn du jetzt in dem Leben Holofeeling akzeptierst als die wirkliche Wirklichkeit, als was vollkommen Neues, nicht nur ein Ergebnis, das deine Logik berechnen kann, wo du sagst, alles andere ist falsch, ist verkehrt, sondern dass die Kehrseiten, dass du ganz andere Ergebnisse bekommen kannst. Ich tue mal ganz kurz meine Ritter dazu schalten. Ja. Hi Kleines, ich bin gerade am Aufnehmen. Ich mache weiter. Also, dass du ja auch mit anderen Rechenformen andere Ergebnisse bekommst, ist es definitiv so, dass ich sage, der Unterschied ist der, dass du das nächste Leben kannst du auf derselben Bewusstseinsebene spielen, bloß der Unterschied besteht darin, du spielst jetzt deine Rolle absolut bewusst. Den Zustand solltest du in dem Leben schon bekommen. Das ist, was ich symbolisiere. Ich werde mir, wenn ich auf einer Bühne des Lebens eine Rolle spiele, einen Charakter spiele, niemals auch nur eine Sekunde vergessen, dass ich nicht diese Rolle, dass ich nicht dieser Charakter bin. Ja, klar. Der Heinz Rühmann hat mit Sicherheit keine Sekunde vergessen, dass er nicht der Hauptmann von Köpenick ist oder Quacks der Bruchpilot oder wer er sonst alle an Rollen gespielt hat. Ja. Und dann kann ich eine Frau küssen, ohne dass ich die eigentlich liebe. Ich kann einen hassen, ohne dass ich den hasse, weil es mir meine Rolle einfach vorschreibt, dass ich die Rolle spiele. Das ist der einzige, jetzt hast du den Unterschied, wir spielen dann nochmal Leben, aber bewusst.
Dann ist es übrigens ein spannender Film. Ja. 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 Einfach mal neue Charaktere ausloten. Ja. Wo ich immer wieder sage, gibt es so schöne Filme, den Gideon, wo ich einmal gesagt habe, hier, Christopher Lambert, festgelegt, jetzt muss man natürlich ein Hintergrundwissen haben, war eigentlich hier mit dem Datsan, wo er berühmt geworden ist, und dann hat er einige seichte Rollen, dann Schachspiele noch gespielt in seiner Karriere, und dann wollte er mal was ganz was anderes spielen, und dann hat er den Gideon, ein wunderschöner Film, wo er den Deppen praktisch, einen Minderbemittelten, der in einem Altenheim mit Aldi zusammen ist, der haut Weisheiten raus, ohne sich aus seiner Unbedarftheit heraus. Äußert er unendliche Weisheiten, wo er gar nicht weiß, was er spricht. Ganz, ganz lehrreich. Jetzt pass auf, jetzt machen wir es ganz, wir spielen dieselbe Rolle nochmal. Pass auf, jetzt ist das, was ich sage beim Videospiel, jetzt erkläre ich was Neues. Ja. Ich sage immer wieder, ein Videospiel, ihr Fettings, mir wart einmal da mit der Playstation, wo du mir gekauft hast. Und dann war ein neues Spiel, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, habe ich vergessen, und dann ist doch meine Playstation kaputt gegangen. Kannst du dich erinnern, Margot, wenn du zurückblätterst? Da wollte ich ein Spiel mit euch spielen und dann ist meine Playstation immer abgestürzt. Ist kaputt gegangen. Ja. Bei dem Spiel ist es darum gegangen, da war eigentlich das Spiel selber, du hast dein Leben gespielt mit Aufgaben, wie es halt in einem Videospiel ist, und immer daran denken, mit einem Joystick in der Hand musst du ständig Entscheidungen treffen. Du musst ständig, dein Leben fordert von dir in der Personifizierung jeden Moment eigentlich fast Entscheidungen. In der Regel läuft es so vor sich hin, aber das geht schon los, wenn du mit dem Auto fährst. Da hast du natürlich ganz klar, wenn du jetzt sagst, ihr kommt zu mir nach Weißenburg, von Überlingen hochgefahren, was du erlebst, sind nur ständig wechselnde Bilder in deinem Traum. Du setzt dich ja in Bewegung. Ja. Und jetzt ist es natürlich klar in jeder Kreuzung, wie ihr fahrt. Aber wenn wir jetzt einfach mal spazieren fahren und kein Ziel vor Augen haben, ist an jeder Kreuzung, an jeder Abzweigung haben wir jetzt die Möglichkeit, da rauszufahren von der Autobahn. An jeder Kreuzung fahren wir rechts, fahren wir links, fahren wir da hin. Ihr macht doch das euer ganzes Leben mit der Schnecke. Wie oft habt ihr euch diese tausende jetzt ausgedachte Kilometer, habt ihr in Amerika, in Südamerika abgereist, in Norwegen, in Portugal, in Spanien, wenn ihr mit eurer Strecke unterwegs seid. Wie oft hast du mir gesagt, wir lassen uns treiben und dann sehen wir irgendwo eine Burg oder was oder ein Kastell, ach, da fahren wir jetzt einmal hoch. Dann fahrt ihr einen Kaffee vorbei und dann kommt euch spontan, nach gehen wir jetzt rein, dann trinken wir einen Kaffee. Ihr habt euch doch nur treiben lassen. Ja, stimmt. Aber ihr habt immer nur, jetzt denkt ihr, das ist ein Videospiel. In dem Moment, wo ihr Videospiel spielt, habe ich ja dasselbe. Ich muss eine Eingabe machen, dass ich jetzt sage, gehe ich die Spur oder die Spur. Das verändert jeder Moment, wie ich reagiere an der Kreuzung, verändert, was wir Zukunft nennen, hat mit Zukunft nichts zu tun, weil die Wege, mein Autobahnbeispiel auf der DVD, ist prinzipiell in dem jetzigen Konstruktprogramm ist alles. Was prinzipiell auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist im Arbeitsspeicher schon drin, egal was du mit dem Joystick machst. Du siehst aber bloß das, was du mit deiner Reaktion, mit deiner Eingabe wachrufst. Ja, Was gleich merken, wo ich jetzt hin will. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel irgendwann einmal den Peter kennengelernt, hast dich in ihn verliebt und die Entscheidung war, wir heiraten. Die Entscheidung habt nicht ihr getroffen, sondern das hat entweder der Peter getroffen oder die Margot getroffen. Jetzt bin ich wieder bei meinem Heuk-Andrea-Beispiel. Es kann sein, dass der Peter-Charakter die Margot geheiratet hat, aber die Margot hat ihn nicht geheiratet. Der Margot-Charakter spielt, nein, ich habe ihn nicht geheiratet. Dann hättest du, Geist, in deinem Margot-Leben einen komplett anderen Film erlebt. Absolut. Weil die Möglichkeiten ja alle da sind. Die Schwierigkeit, man ist halt immer logisch und solange du logisch bist, ist es festgelegt, auch wenn du meinst, du entscheidest dich frei. So, und jetzt kommt, ich muss immer wieder, ich brauche die Puzzlestücke, dass du wirklich merkst, was ich mache. Ja. Was wäre jetzt passiert, Peter, wenn die Margot dich nicht genommen hätte? Da hast du ja keinen Einfluss nicht drauf. Okay, dann wäre dein Leben ja weitergegangen. Ja. Wäre es jetzt nicht interessanter, mal zu schauen, wenn ich was ich in einem Video spiele, dass ich mir jetzt denselben Film nochmal anschaue, bloß mit der anderen Spur? Ja, das habe ich mir früher mal gewünscht schon. Verstehst du, was ich meine? Dass ich dieses Leben ja noch nicht durch ist. Eben. Nur weil ich jetzt eine Möglichkeit in diesem Leben schon habe, was wäre passiert, wenn ich das anders gemacht hätte? Ja. Ich könnte jetzt zum Beispiel dem Udo-Leben sagen, wie ich 1996, ich mache mal ganz normal so ausgedachte Märchengeschichte. Wo ich 1996 sage,
das, was mich am Leben erhält, eine Erkenntnis, die dem Udo kommt, den wir uns jetzt ausdenken, die hat er natürlich nur, weil ich mir das denke, dass der die Erkenntnis hat. Der Udo ist genauso ein Gedanke, den ich mir denke, wie alle anderen Menschen auch, die ich mir ausdenke. Ja. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mehr Udo bin, wie ich jetzt Peter oder Margot bin oder der bin, der vom Computer sitzt. Ja. Wenn du dich von dem Programm gelöst hast, bist du das JCH vom Bücherregal, hast du so viele Möglichkeiten. Ja. Okay, aber ich bleibe mal in dieser Sprache, dass da die erste große Erkenntnis war und da war ja das Leben bis da ein normales Leben. Ich habe meine kleine Firma aufgebaut. Ich war vollkommen hundertprozentiger Geschäftsmann in allem, was dazugehört, wo ich sage, auch mit der Prämisse Gewinnmaximierung, wobei ich in einer absoluten Ehrlichkeit sage, mir ist nie um das Geld gegangen. Das war für mich ein Spiel. Möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften, aber immer ohne Leute zu bescheißen. Ja. Es geht auf eine ehrliche Art und Weise. Aber dann kommt diese Erkenntnis mit Holofeeling, dass die Physik alles so fehlerhaft ist. Ich war ja dogmatisch, meine Götter waren die Physikbücher und so weiter. Mit Religionen hatte ich überhaupt nichts am Hut. Und dann kommen mir diese Einfälle. Ohne Visionen habe ich sich und lang und breit erzählt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, auch mit der Marion, sage ich, ich schenke jetzt alles her, ich setze mich absolut auf Null, ich will ausprobieren, das, was mich am Leben erhält, ist das, was mich jeden Morgen als Udo wach werden lässt. Ich kann mir das nicht raussuchen. Ja. Ist natürlich jetzt reines chronologisches Denken. Ja. Und der, der mich morgens als Udo einschaltet in diesen Alltag, der wird dafür sorgen, dass bis zum Abend, wenn er mich wieder ausschaltet, was du übrigens auch nicht steuern kannst, das genügend da ist. Das ist das Carpentieren. Ja. Und ich muss das ausprobieren, ich muss der Erste sein. Und ich sage, und es geht nur, wenn ich mich vollkommen auf Null setze. Ja. Und es ist nicht, wenn du was magst, diese Berufung, die wirkliche Berufung, ist auf nichts mit Geld zu tun. Siehe jetzt zum Beispiel hier im Hintergrund Deberwein. Ja. Und ich sage jetzt nochmal, ich sage, das ist ein weiser alter Mann, wie man sich den ausdenkt, der ist aber immer noch ein tiefgläubiger Materialist. Er unterhält sich immer noch mit Gedanken und versucht Gedanken von sich was zu erklären und es dreht sich immer wieder, dass er dir erklärt, wie du deine Zukunft besser positiv beeinflussen kannst. Das ist das Problem, das ist Entheiligung. Wenn ich in die letzten Selbstgespräche darauf eingehen. Es bleibt ein Gedanken. Ich werde niemals irgendjemanden, den ich mir bewusst ausdenke, vorwerfen, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Denk wieder an den Autor, der einen Roman schreibt. Krimi, eine Gruselgeschichte, irgendwas. Alle Charaktere erschafft er und die Widersprüche der Guten und der Bösen, der Gesunden und Kranken brauchst du für die Geschichte. Okay? Ja. Dieses Spiel, das auszuprobieren, das gibt eine komplette Verwandlung. Ich habe das übrigens auch durchgespielt. Was wäre jetzt, wenn ich diese Entscheidung, diesen Gedanke, der in mir hochkommt, ich musste ja wählen. Gehe ich in das Ungewisse? Probiere ich das aus, was in mir gegärt hat, ob das wirklich so ist, dass alles ganz anders ist? Oder bleibe ich auf einer Nummer sicher? Das war ja zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, wo mein Laden wirklich noch super gebrummt hat. Dieser Befreiungsschlag einfach wirklich hersetzen, dass du wirklich nur noch als das Besitz betrachtest, die Klamotten, die du, dein Körper und sonst alles andere ist geliehen. Das sind Momente, die auftauchen. Wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte und eben an Laden weitergemacht, die Zeiten haben sich so verändert, das hätte auf Dauer durch die Matte, das habe ich erahnt, funktioniert es nicht mehr. Es kippt ja alles in andere Bereiche rein. Es ist nicht mehr normal, der Einzelhandel ist gar nicht mehr existenzfähig. Kann ich wieder Amazon sagen in unserem letzten Selbstgespräch? Das ist ganz, weil das wichtig ist, wo ich erwähne, ich weiß, 1991 habe ich doppelt, habe ich gelesen im Manager-Magazin, das ist Steuern, Amazon, Einkommensteuer, wohlgemerkt zahlt. Und 1991 habe ich in meinem Bibifax-Laden doppelt so viel Einkommensteuer den Staat überwiesen wie Amazon mit einem Milliardenumsatz damals schon. Die haben ja hauptsächlich damals noch Bücher gemacht, glaube ich, halten wir uns da nicht fest. Aber es ist eigentlich ein Witz. Und da war ja dann die Gerechtigkeit, wo Leute, jemand, da bin ich so oft drauf eingegangen, wo du sagtest, mein Finanzamtbrief in Du bist ich. Die waren selber, als wenn die das nicht wüssten, als wenn die das das erste Mal hören, aber ich sage, nur weil ich korrekt bin, diese Ehrlichkeit, die sind die überhaupt nicht gewöhnt, sage ich, ich muss klar sein, euer System ist sowieso bloß Betrug in dieser Scheinheiligkeit mit Politik.
Absolut. Meine berühmten 82% Abzüge, wenn ich sage, wenn ich einen Hunderter von jemandem als 100% Einnahme habe, sobald ich den Kassenbeleg rausschreibe, sind schon 82 Mark weg. Ja. Das kann ich euch vorrechnen. Ja, ja. Und dann ist aber von den 82 Mark, die weg sind von den 100 Mark, habe ich noch keine einzige Mark in der Altersversorgung und in der Krankenkasse einbezahlt. Mhm. Kann es das überhaupt geben? Ist das Gerechtigkeit? Und ich sage, da kann, die können nicht, die müssen, die machen alle schwarz, die kleinen Handwerker. Okay. Wo ich dann immer sage, du kannst jetzt ausrechnen, die müssten ja denselben Steuersatz haben wie ich. Und wenn der ein Haus baut, wie viele Millionen Umsatz muss der in seiner Autowerkstatt mit zwei Angestellten machen, um sich das Haus, verdientes Geld, versteuertes Geld wegzumachen? Das geht doch gar nicht. Seid ihr denn wahnsinnig? Das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, nenne ich das jetzt. Aber wieso ich jetzt das anspreche? Welge, in der Heute-Show, glaube ich, hier und jetzt gedacht, vor 2-3 Tagen, jetzt gedacht, spricht das Thema Amazon an. Die Corona-Krise lässt den Einzelhandel komplett ausbluten. Mhm. Der Einzelhandel, wo der Staat die Gelder kriegt, durch Steuern, geht vollkommen kaputt. Es verlagert sich massiv jetzt auch unter anderem zu Amazon. Und wo der Welge sagt, die praktisch in Deutschland bis dato nahezu keine Einkommensteuer zahlen. Vollkommen legal, sagt der Welge. Da gibt es dazu hier, das ist, die haben ihre Steuerfachangelegenheit, die nützen halt das Steuerrecht vollkommen aus. Das ist nicht, dass die betrügen, sondern die nützen bloß das, was man als Geschäftsmann macht, was ich übrigens bei mir auch gemacht habe. Könnte ich viele, viele Sachen machen, wo selbst mein Steuerberater mit den Augen gedreht hat. Er hat von vornherein gesagt, wir machen alles, was man darf, aber alles, wenn sie was Illegales machen wollen, dann sind sie bei mir verkehrt. Und der hat dann von mir Inspirationen gekriegt, was damals noch keiner ist. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Im Kleinen jetzt. Auf jeden Fall, Welge sagt noch, dass die praktisch keine Steuern zahlen, aber vollkommen legal. Jetzt, wieso ich das nochmal erwähnt habe. Die hatten diese Steuergesetze, waren schon 1991, wo ich gesagt habe, ich habe doppelt so viel Einkommensteuer den Staat überwiesen, in einen Hinterhofladen mit 600 Mark Ladenmiete wie Amazon und mit einem Milliardenumsatz. Wieso hat es die Politik nicht geschafft, in 30 Jahren diese Steuerlücken zu stopfen? Wollte sie nicht. Einfach, weil sie alle korrupt sind. Genau, wollten nicht. Jetzt nicht. Nochmal, keine Schuldzuweisung gegenüber jemandem, den du dir genau. Wenn du ich bist. Genau. Ich habe eine Geschichte, einen Roman entworfen, in dem du lebst. Unheimlich viele Fehler, die du, Geist, zu entdecken hast, wenn du dein Leben als kleiner Brösel durchlebst, dass du dir mal Gedanken machst, dass über deinen Horizont deiner Persönlichkeit hinausgeht. Was du ja sowieso laufen magst, wenn du an Corona und die Welt denkst und so weiter und so fort. Mhm. Ich muss dir jetzt nichts sagen, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Meine Marion in ihrer Welt zum Beispiel im Weißenburger Krankenhaus, die hat eine komplett andere Welt, wie ihr euch vorstellt. Ich habe das vor einem halben Jahr schon angesprochen. Da ist es definitiv so, die mussten negativ Überstunden machen, weil nichts zu tun ist. Ja. Es ist leer. Dann schlage ich die Bildzeitung auf. Nee, da steht drin jetzt vorgestern oder was, die müssten rund um die Uhr die Verbrennungsöfen laufen haben, weil sie die Corona-Tote nicht wegkriegen. In der Bildzeitung auf der ersten Seite. Das ist nicht meine Welt. Es ist ein Fest Papier mit Worten und ich kann das verwirklichen oder nicht verwirklichen. Ja, genau. Du kannst deinen, genau. Im Anfang ist das Programm. Das Programm ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Du bist ein Computer und in dir läuft ein Schwamminhalt. Den konntest du dir nicht raussuchen. Du kannst alles, was du glaubst, dass da außen ist, auch verwirklichen. Meine Hühnerfarm im Beispiel. Für die Masse an Programmen, die ich mir jetzt denke, ist es nur Wissen vom Hörensagen, dass da Hühnerfarmen gibt. Wenn ich mit dem Holger mit dem Fahrrad unterwegs bin in unserer Welt, wenn wir jetzt rüberfahren, wir sehen übrigens, wir fahren immer an Hühner- und Gänsefarmen vorbei, das sind riesengroße Freigehege, wo das glückliche Hühner sind, die auf hier auf ein paar Hektar frei rumlaufen. Solche Hühner, ich habe noch nie andere Hühnerfarmen gesehen. Ich kann mir selbstverständlich das Gegenteil auch materialisieren, wenn ich will, wie so sagen. Aber warum soll man, gell? Existieren tut ja nur das, was ich denke, und es existiert hier und jetzt in meinem Kopf. Genau. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, die Gefährlichen und die Bösen und die Politiker kenne ich bloß von der Mattscheibe. Und die Demonstranten, die sich hier rum, nur vom Hörensagen. Ich kenne es nur aus der Zeitung. Ich erlebe das nicht, weil ich da nicht hingehe. Das heißt, ich hole es mir nicht auf die VR-Brille. Es ist der Hintergrund für meine kleine heile Welt, die ich erlebe. Ja, du könntest das genauso machen. Ja, genau.
Genau. Ja, aber ich muss doch auf die Arbeit und ich brauche doch Geld zum Überleben. Sag ich, stimmt. Und jetzt frag dich, warum. Ja. Der kleine Zauber liegt in der Radix AUB. Ja. Z, die Geburt ja, schön. Von AUB. Schön. Oh ja. Schön. Beschwörungskunst von Toten. So viele, die was beschwören, wo sie nur mit einer Meinheit beschwören. Lass das auf dich wirken. Schön. 99,9% all dieser Sachen, die du ein hier und jetzt ausgedachtes Leben als hundertprozentig sicher erachtet hast, weil irgendwelche von dir aufgrund deiner Definition angebliche Fachleute das in deinem Traum erzählt haben, das du nie in Frage gestellt hast. Weil du das gar nicht gewagt hast, irgendjemandem zu widersprechen, den du als Autorität definierst. Mit einem tiefen Glauben, so wie man so schön sagt, wer bin ich denn, dass ich das in Frage stelle? Die Frage solltest du dir wirklich einmal stellen, wer du wirklich bist. Ja. Gut. Wer, der sich diese Autoritäten ausdenkt, diese Fachleute ausdenkt. Sie sind Fachleute, weil du dir das denkst. Mhm. Wenn du liest, ein Professor der Physik, dann ist das für dich ein ganzer Gescheiter. Jetzt, um definieren zu können, dass einer eine Ahnung hat, das ist übrigens auch auf sehr alten Selbstgesprächen vor 15 Jahren schon drauf. Wenn ich die Qualität eines Fachmanns beurteilen will, die wirkliche Qualität, darf ich mich nicht blenden lassen von einem Titel oder Auszeichnungen, sondern ich muss von diesem Fachgebiet selber eine Ahnung haben. Mhm. Okay? Ja. Eine rudimentäre Ahnung und dann werde ich merken in einem Gespräch, das habe ich immer wieder gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Automechaniker bin und ich treffe einen anderen Automechaniker und wir fangen jetzt an, hier zu fachphilosophieren, merke ich sehr schnell, ob der eine Ahnung hat von meinem Fachgebiet. Und ich sage immer, ich merke auch sehr schnell, ob er mehr Ahnung hat wie ich, wenn er Sachen raus hat, wo ich bloß am Rande einmal mitgekriegt habe, aber mich nicht genauer damit beschäftigt habe. Ich kriege auch sehr schnell mit, dass der vielleicht sogar mehr Ahnung hat in drei Bereichen. Und ich sage dann immer, ich muss ihn ja nicht mitkriegen lassen, ich bin ja der Geist, dass ich merke, dass er mehr weiß. Ich nick halt dann bloß immer wissend. Klar. Aber ich muss eine rudimentäre Ahnung von dem Fachgebiet haben. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo jemand, der überhaupt keine Ahnung hat von einem Fachgebiet, nur aufgrund eines Titels sagt, der hat ja eine Ahnung, machst du dich selber blind. Mhm. Mhm. Ja. Wie viel Ahnung kann eigentlich einer von ein ausgedachter Mensch von etwas haben, wenn einer, der von diesem Fachgebiet überhaupt keine Ahnung hat, einfach nur bestimmt, dass der eine Ahnung hat? So. Null. Das gilt für Ärzte und allen drum und dran und es tut wirklich weh. Ich kann immer wieder sagen, wenn du jetzt ganz selbst ehrlich bist und du bist Arzt, mach dir mal Gedanken, warum du das machst, was du machst. Würdest du es auch machen, wenn du dafür Geld zahlen müsstest? Du zahlst zum Beispiel Geld, wenn du auf den Golfplatz gehst, weil du da Spaß dran hast. Wenn du was aus einer wirklichen inneren Berufung heraus mit Freude machst, bist du sogar bereit dazu, Geld dafür zu bezahlen, dass du es tun darfst. Ja. Was meinst du, wie viele Ärzte es noch geben würde, wenn die hier das bloß umsonst machen müssten? Ich muss ja auch für was leben. Mhm. Dieser Satz nochmal, ich brauche ja Geld zum Überleben. Ich sage, stimmt. Jetzt frag dich einmal, warum. Weil du das glaubst. Der Zauber liegt in der AOB. Der Glaube, haben wir auch das AOB, weil du das glaubst. Ja. Und dann höre ich, das habe ich auch tausendmal gesagt, schon auf Selbstgespräch, ja, wenn ich jetzt das nicht mehr glaube, dass ich kein Geld brauche, brauche ich doch trotzdem ein Geld. Ich sage, stimmt. Du merkst gar nicht, dass du ganz massiv immer wieder in allen Variationen deinen Glauben nicht aufgeben willst. Ja, und dann fliege ich aus der Wohnung raus, weil ich die Miete nicht bezahlen kann. Stimmt. Merkst du gar nicht, dass du mir nur deinen Glauben runterpredigst, was du noch nie ausprobiert hast? Mhm. Ich habe vor 25 Jahren ausprobiert, geht es, wenn ich mir keinen Kopf mehr zerbreche, wie ich an Geld komme. Mhm. Ich habe das oft gesagt mit meiner Marin, die geht auf die Arbeit, die sagt mir, deine Frau verdient ja Geld. Ich sage, das ist so minimal, wir leben so einfach. Und ich sage auch immer wieder, mir ist auch vollkommen bewusst, ich lege auf das Zeug wirklich keinen Wert. Ja. Ich habe Freude, wenn mir einer Freude macht. Und ich weiß auch immer wieder, dass ein paar der Marion Geld zuschiebt. Sonst wird es gar nicht funktionieren. Wir können gar nicht leben. Also ich lebe weit unter Hartz IV. Außer meine Luxusprobleme, dass der Kühlschrank immer voll ist. Weil ich sage, wenn er mir was schenkt, schickt mir was zum Essen. Mittlerweile soll ich bitte kein Öl schicken, nichts schicken. Ich kann es nicht verbrauchen. Ich schenke es bloß her. Also funktioniert mein System auch. Mhm. Wobei die Freude... Und das ist auch immer wieder, wenn man jetzt sieht in Devervine zum Beispiel, die letzten Videos, wenn du Devervine-Videos anschaust,
und ich nehme jetzt den nur als Beispiel, das gilt für alle Lebensberater und Weltverbesserer, dass die das eigentliche, wirkliche, das Neue überhaupt nicht erkannt haben. Sie sind nach wie vor auf ihrer alten Spur ihres logischen, materialistisch-chronologischen Denkens. Ich bin ein Zeuge, ich muss mich am Leben erhalten. Nein, du bist ein träumender Geist, du erhältst die Sachen am Leben, die ganzen Menschen am Leben, die du dir ausdenkst. Leben. Das sind Überlegungen von dir, sind nur vergängliche Gedankenwelt. Alles, was existiert, ist nicht für die Ewigkeit. Es existiert nur, solange es von dir gedacht wird. Ja. Und du kannst jetzt nur schauen, wie dein eigenes Ego gegen diese neue Erkenntnis rebelliert, die du wohlgemerkt sofort überprüfen kannst. Das ist meine Sache mit dem ersten und mit dem zweiten. Wie mächtig ist der zweite noch in dir? Es geht jetzt nur um dich selbst, wenn du ganz allein mit dir allein bist. Schau doch einmal, es existiert immer nur das, was du anschaust. Es ist immer nur der Gedanke da, den du denkst. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken, das ist hundertprozentig sicher. Und du wirst merken, wie massiv du immer wieder reinfällst, dass du meinst, unabhängig von dir ist eine Welt da außen und ich brauche dieses und jedes, um glücklich zu sein. Mein Zungenpiercing-Beispiel, 20 Jahre alt. Kein Mädchen, das rumläuft, würde ein Zungenpiercing oder ein Nasenpiercing wollen, wenn nicht in ihrem Traum irgendwelche selbst ausgedachten, per se nach eigener Definition Vorbilder aufgetaucht wären, wo sie nachäfft. Dasselbe ja. gilt für die Leute, die sich jetzt mit das Du's zupflastern, egal was es ist. Es ist die vollkommene Selbstentmächtigung, die Selbstentgeistigung des menschlichen Geistes. Menschlich jetzt Adam, des göttlichen Geistes, des eigenen Geistes. Schau doch in dich rein, deine Meinung, du hast keine eigene Meinung, es ist eine Facette von irgendeiner einseitigen, angelegene Meinung. Angelesene Meinung. Nimm das, dieses Kreuz auf dich und mach dir das bewusst. Und du musst es keinen anderen erzählen. Ich erzähle es keinen anderen, ich erzähle es einzig und allein dem, der mir jetzt sprechen hört. Egal, wer du zu sein glaubst. Hab noch nie was anderes behauptet. Jetzt schau deine Figuren in deinen Traum an. Wen erzählt der Depperwein was? Wir haben hier verschiedene Videos drin. Jetzt denken wir mal wieder ganz normal. Das sind meistens, er hat eigene Videos, aber die aktuellen Videos, das sind zwei verschiedene. Einmal wird er ja interviewt. Ja. Einmal mit einer Frau, ich weiß jetzt die Namen nicht, einmal mit einem jungen Mann, mit einem jungen Burschen. Und die sind natürlich dankbar und dann kommt das Spiel. Oh. Diese Depperwein-Dolle-Schiene. Was der große Witz ist, und dann tust du mal recherchieren, wer ist das eigentlich, wer den interviewt, und dann landest du auf einer Internetseite von Lebensberatung und dann schaust du mal wieder, was die machen. Genau, ja. Ist bekannt. Die eine weiß ich zum Beispiel, Internetseminar, wo du abrufen kannst, hier 9 Stunden, 460 Euro, die Videos, dass du es anschauen darfst, das sind viel mehr. Ja, das ist schon die Schiene. Die Heiligkeit, unser altes Beispiel mit dem Egel in der Schweiz, das Lola-Prinzip. Ja. So ein reines Holo-Feeling. Richtig. 99%. Ja. Aber Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Ich bin nur in der gedruckten Version hergeschenkt habe, was ich drucken lassen habe für 32.000 Euro, Mark, Entschuldigung. Da weiß ich, dass das Buch in der Herstellung damals in meiner kleinen Stückzahl, die ich machen lassen habe, hat mich ein Buch 7,50 Euro oder 8 Euro gekostet. In der kleinen Stückzahl. Das Buch vom Egli, das er für 98 Mark verkauft hat, hat er 10-fach höhere Auflage gekauft, kostet vielleicht nur 4,50 Euro oder 5 Euro in der Herstellung, wurde für 98 Mark verkauft. Für Heiligkeit predigen und für Geld damit verdienen. Die haben das Prinzip mit Sicherheit nicht verstanden. Kein Vorwurf, es ist eine Figur in deinem Traum, wo du den Jesus hast. Ja. Wenn du den wirklichen Meister aller Meister triffst, der ja auch nur ein Gedanke in dir ist, wenn er in Erscheinung tritt, der wird erst einmal zu dir sagen, ich bin du, ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Stell dir mal die Fragen, wer du selbst bist als der Geist, der sich die Sachen ausdenkt. Dieser Geist ist in dem Moment übrigens auch etwas, was du dir ausdenkst. Du machst dich schon wieder zu einem Gedanken, zu einem Geist, der sich anwendet. Du kommst in einen Bereich des absoluten Nichts. Ja. In meinem alter Ego Jesus habe ich gesagt, die Kleinsten werden die Größten sein. Weil das Kleine, was wir immer kleiner machen, ist irgendwann einmal nichts. Ja. Und das Große, was wir immer größer machen, wird unendlich viel. Ja. Und jetzt gehen wir in unsere Transversallinie rein und dann wirst du feststellen, dass El Hayom, im Abyssus ganz unten, das ist der Punkt. Ja.
Der ist aber nicht unten, sondern der ist die Mitte. Ja. Denken wir dann die Kamera obscura. Ja. Wenn wir den ja dann auf eine Seite setzen würden. Jetzt ist das, was ich gerade mit oben und unten erklärt habe. Ja. Oben und unten. Ja. Hm? Die absolute Quelle eines Seins, aus der das oben entspringt und gespiegeltes unten entspringt. Diese Quelle eines Seins, wo wir die Gott nennen, immer wieder, ich wiederhole, wenn ich meine, die Quelle eines Seins ist in einem ausgedachten Oben, aus dem alles herauskommt, dann muss ja zwangsläufig hier mir was einfallen. Richtig. Wenn die unten ist, muss was in mir auftauchen. Mhm. Aber was ausgedacht ist, wenn ich mir das irgendwo hindenke, kann das nicht oben oder unten sein, sondern die absolute Quelle ist das Zentrum. Ja. Indem das innerhalb und das außerhalb entspringt. Wir können für innerhalb und außerhalb übrigens auch Anfang und Ende setzen. Der Urknall, bevor er geknallt hat, der war nicht in der Vergangenheit und der wird sich, in der Zukunft wird ja alles wieder implodieren, sagen die Physiker, jetzt haben wir wieder dasselbe. In der Vergangenheit ist es explodiert und in der Zukunft wird es wieder implodieren. Nein, es ist in der, es explodiert jetzt und implodiert jetzt in der Mitte. Ja. Richtig. Das ist die absolute Veränderung. Es bleibt alles gleich, es wird bloß anders angeordnet. Ja. Und jetzt machen wir einfach mal unsere Hierarchie mit dem Meer. Das unten ist das absolute Nichts. Mhm. Die Grundwelle. Die Grundwelle, mhm. Und da bauen ja Oberwellen auf. Das ist 2, 4 und so weiter und so weiter. Das heißt, umso mehr wir Oberwellen haben, umso höher wird die Frequenz. Mhm. Mhm. Das heißt, unten, was wir unten nennen, ja, ist die Frequenz Sinus 0. Ja. Und oben ist Sinus unendlich. Mhm. Ja. Das sind die Oberwellen. Mhm. Mhm. Ja. Das Nichts ist das Kleinste, das absolute Nichts. Mhm. Und oben ist alles, alles, auseinandergeschmissene Raumzeit. In vielen, vielen Schichten, die wir uns immer um uns herum in Raum und Zeit verstreuen. Natürlich nur gedanklich existieren und sie hier und jetzt, wenn wir sie denken. Ja. Ja. Und es ist jetzt keine Frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, weil das ist etwas, was du sofort überprüfen kannst. Ich meine jetzt nicht meine erweiterte Erklärung, sondern einfach die Tatsache, dass immer nur das existiert, was jetzt da ist. Mhm. Dann fange ich schon wieder an, mir Vorstellungen in Zeitfenster aufzuspannen. Mhm. Du kannst deinen Gedanken nicht festhalten. Mhm. Du kannst in der Zukunft nichts machen und du hast in der Vergangenheit nie was gemacht. Es sind Definitionen von Gedanken, die du jetzt denkst. Wo du sagst, morgen werde ich. Das denkst du jetzt. Gestern habe ich. Denkst du jetzt. Ja. Du kannst jetzt denken, dass du gesund warst und dass du krank warst. Aber was ist, wenn du die Mitte bist? Hast du jetzt eigentlich geatmet, während du mir aufmerksam zugehört hast? Nee. Jetzt könnte ich sagen, wo waren jetzt die ganze Zeit die Brillen? Wenn du ein Brillenträger bist, selbst die Brillen, pass genau auf, selbst die Brillen der Pixelmännchen, die du jetzt vor dir hast, die haben alle vier, wenn sollten vier Stück zur Anzeige kommen, hängt vor dann Skype ab. Kann sein, dass du jetzt Margot Beder, Ritter und Udo siehst, kann aber sein, dass einer ausgeblendet ist. Ist verschieden, hängt vom Skype-Format ab. Mhm. Auf jeden Fall diese vier, die jetzt ausgedachterweise als Protagonisten, Antagonisten an diesem Video teilnehmen, Margot Beder, Ritter Udo, haben alle vier eine Brille auf. Hast du diese Brille, wenn du den Bildschirm angeschaut hast, jetzt natürlich dieses Pixel-Arrangement, das eine Brille illusioniert, hast du die Brille gesehen auf dem Kopf von seinem Peter? Ist dir das aufgefallen, jetzt, wo du ihn anschaust, siehst du natürlich sofort die Brille, weil du den Fokus auf der Brille hast? Mhm. Oder ist dir bewusst gewesen, dass der Peter einen roten Pullover anhat? Ist dir die Farbe rot, dieser Pullover, bewusst gewesen? Jetzt, sobald du ihn denkst, ist er da. Ja, das ist die Sache mit der Tastatur, wo ich es oft wiederholt habe. Mhm. Ja. Wo war jetzt die ganze Zeit die Tastatur? Ja. Ich garantiere dir, die war die meiste Zeit mit Sicherheit auf deiner Vorbrille. Du hast da bloß nicht in diesem Blickwinkel nicht reingeschaut. Jetzt zoomst du das auf, du hast einen Bildschirm mit der Tastatur davor und jetzt fokussierst du dich gezielt auf die Vorbrille. Aber wo ist dann der rote Pullover auf dem Bildschirm von Peter? Und wenn du dir jetzt, wenn ich jetzt frage, war das die ganze Zeit da der rote Pullover oder die Tastatur? Der Scheißdreck war da. Scheiß heißt Exkrement und DR heißt die Generation in der Neck, weil du einfach nur Geräusche gehört hast und dann hier, wenn du meine Gedankengang mitgehst, komplett andere Informationen hattest im Hier und Jetzt. Mhm.
Und es reicht, wenn du das akzeptierst. Ich sage, wenn du es wirklich installierst, wird ganz, ganz langsam Zeit spielt dabei, dann doch die Rolle, aber nicht der Mittelpunkt selber, weil es Zeit ist jetzt, Ed, eine augenblickliche Erscheinung, ist Beckenblick. Da wirst du jetzt merken, mit dem Perspektiven, wie du rausrasterst. Es reicht, wenn du es weißt, du musst keine, das erzeugt nur wieder Ärger und Qual, Rechthabereien, wo ich sage, in Film, so rein, ich filme mich dann so allein, ich sage, das macht Angst. Vor was hast du eigentlich Angst? Nichts zu sein? Du hast Angst davor, ewig zu sein? Und du merkst plötzlich irgendwie, erhebt sich in dir was, wo einfach zum Schmunzeln anfängt. Was bin ich eigentlich für eine erbärmliche, schizophrene Kreatur, als der, der ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe? Ich sagte, du bist der ganz normale, normierte Trockennasenaffe. Ein Affe, der beleidigt ist, wenn jemand in dir auftaucht und zu dir sagt, du bist ein Affe. Mein schönes Beispiel, der sofort beleidigt ist, weil er so programmiert ist, er kann nicht anders, aber auf der anderen Seite, welche jeder Kleinigkeit zum Arzt setzt, um diesen Affen, der angeblich ja nicht ist, der ja, wie definiere ich was, an was denke ich, wenn ich an einen Affen denke, an irgendein dummes Säugetier, ja, was bist denn du? Mit was verwechselst du dich ein Leben lang? Es wird sehr, sehr komplex. Aber dieser kleine Kern, der ist wichtig, den musst du begreifen. Ja. Wirklich zu erkennen, egal was sich mein Ego in mir aufgeblasen hat, was ich alles weiß, es gibt keine widerlichen Menschen wie Menschen, die glauben, sie wüssten was, solange sie sich noch als Trockennasen aufsehen. Wir Physiker wissen ja, wie oft ich das schon gehört habe von der Liliarien Wolfgang, vom Lesch, wir Physiker wissen ja. Ich sage, wenn man dir an der Uni was anderes erzählt hätte, dann würdest du auch sagen, wir wissen ja. Das ist alles unheimlich logisch. Gestern Abend, zufällig zapp ich irgendwo rein, ist die Geschichte von Kepler gekommen. Halbdokumentarischer Film. In irgendeinem dritten Programm am Durchzappen, da 5 Minuten, da musste ich es wegzappen. Das ist unheimlich logisch. Du bist programmiert und dann wird es für dich logisch, bis du anfängst selber zu denken. Keiner sucht nach die Fehler in der eigenen Logik. Und jetzt springst du in das zweite Buch der 8 Hauptschriften in Du bist dich. Ganz am Anfang heißt es immer wieder, wenn du aufgehört hast, dein eigenes Wissen in Frage zu stellen, hast du aufgehört zum Leben. Dann funktionierst du wie eine Maschine. Auf Basis dieser vollkommen fehlerhaften Logik baust du Vorstellungen auf. Ja. Die dir dann alle vollkommen logisch erscheinen. Ja. Und jetzt sagt der Udo wieder, was sollt ihr denn an dem Basic-Betriebssystem mit seinen Basic-Programmen, die im Basic geschrieben sind, was sollt ihr denn in den sonst logisch erscheinen wie Basic-Logik? Was sollt ihr denn an Katholiken denn logisch erscheinen wie die katholische Logik, wo er einprogrammiert bekommen hat? Ja, eben. Aber dieses unendliche Leid, das diese Fanatik über die Menschheit gebracht hat, bis zum heutigen Tag, das wird alles weggewischt. Ja. Das unendliche Leid, was Politiker über die Menschheit bringen. Diese Fehler, wo ich in die Führerscheinprüfungsbogen reinmache, an die Scheuer und so weiter und so fort. Diese Steuerverschwendungen, wo hier planlos auf der einen Seite hier die Leute keine Gelder da sind, um Firmen zu unterstützen, die man zwangszumacht. Auf der anderen Seite sehe ich dann wieder Filme hier, Mario und Bart Steuerverschwendung, wo sie botthässliche Nichts an Kunstpersonen hinstellen für 100.000 Millionen von Euro. Ja, genau. Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten. Ich sage, wie viel Scheißdreck muss ich dir in deiner Medienwelt eigentlich noch einspielen, bis du sagst, so blöd können doch Menschen überhaupt nicht sein. Stimmt. Ich sage lächeln, Menschen sind nicht so blöd, Affen sind so blöd. Ja. Es sind Affen, Affen, die von dir erschaffen werden. Ja. Erschaffene Affen. Das sind Figuren, Protagonisten und Antagonisten in einem Traum sind nichts anderes. Ein Dasein müssen. Ich rede von einer vollkommen neuen Welt. Ja. Und diese Erkenntnis ist jetzt nicht in irgendeiner Form ein Aufruf, dass du in deinem jetzigen Leben irgendwas veränderst. Es wird sich alles verändern, aber nicht oberflächlich betrachtet. Solange du diese Rolle weiterspielst, ich will, dass du jetzt der Schauspieler in einem hyperrealistischen Film bist. Ja. Und keine Sekunde vergisst, wer du selbst bist. Ja. Wenn die Rolle zu Ende ist, dann bist du wieder der, der du eigentlich wirklich bist. Die Lampe im Projektor, nicht irgendeine Facette, die durch irgendein Programm aufgeschmissen wird. Und wenn du den Punkt hast, dass du wertfrei sehen kannst, wenn ich immer sage, Qualitäten sind Zuweisungen eines Programms, die Bilder, die du Qualitäten zusprichst, haben ein Ding an sich keine Qualität. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film.
Es gibt nur lehrreiche Filme. Ja. Aber lehrreiche Filme sind nicht lehrreich für einen, der einseitig urteilt. Mhm. Ja. Es sind Märchengeschichten. Deine Zeitgeschichte, es ist kein Unterschied, ob du ein per se bis dato von dir definiertes offizielles Geschichtsbuch lesen musst oder du liest ein Märchen oder irgendeinen fiktiven Roman. Es ist kein Unterschied. Es ist erst einmal, normal gesprochen, beim Buch ein Fetzen Backen Papier mit Seiten, mit Schriftzeichen drauf oder irgendeine Internetseite, irgendein Arrangement von Helligkeiten von Lämpchen auf einem Monitor. Das ist das, was ist. Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere magst du. Alles, was darüber hinausgeht, sind Interpretationen deines Programms. Und du musst dann leben. Ich sage immer wieder, ich mische mich da nicht ein. Du magst es selber. Ich sage jetzt einfach den Namen Ruth in der Geschichte, wenn das einer weiß. Das ist die Schwierigkeit, ist das Missionieren wollen, das besser machen wollen, Spiegel einen Hüben, Spiegel drüben, mal Zeug Gegendruck. Es sieht dich, du kannst, wenn du liebevoll wirst und alles akzeptierst, was du feststellst, wenn du lächelst, lächelt der Spiegel auch, ein simples Prinzip. Wobei ich jetzt nur eine Spiegelung mache, wie gesagt, auch hier immer vier Seiten. Das ist Kaufmannsdenken, funktioniert nicht, weil du immer zuerst einmal für dich erkennen musst, inwieweit ist in mir jetzt noch drin, dass ich meine, eine von den vielen Möglichkeiten will ich haben, das ist besser. Du musst dich komplett von der Kategorie zwei Fragen, richtig und verkehrt, gut und böse, gelöst haben. Das darf für dich gar kein Thema mehr sein. Das ist, wenn der Udo immer wieder sagt, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Die Frage stellt sich nicht mehr. Eine Welle ist eine Welle. Dann habe ich zumindest das Prinzip verstanden. Aber in dem Moment, wo ich das verstehe, gehe ich einen Schritt weiter, dass mir nochmal die Welle entspringt aus einem Einheitskreis, nochmal vier Phasen. Das hast du schon in dem alten Yin-Yang-Zeichen drin. All diese ganze Symbolik. Es ist in der Menschheitsgeschichte noch nie irgendwas anderes erzählt worden in den Mythologien. Wenn ich sage, in allen heiligen Schriften, die sind alle richtig. Die urheiligen Schriften stimmen, die Physikbücher und die Chemiebücher stimmen genauso wie der Koran und die Upanishaden und das Alte Testament und Tanach und Tora. Das Problem ist die einseitige Auslegung. Ja. Es ist wie wenn du aus dem Wort Krebs bloß eine Krankheit machst. Mhm. Ja. Oder aus deiner Erde eine Kugel. Wenn man dir erzählt hat, die Erde ist eine Scheibe, dann ist es eine Scheibe. Wenn es eine Hohlkugel ist, ist es eine Hohlkugel. Und ich habe immer früher gesagt, wenn man dir erzählt hat, du lebst auf einem Käsewürfel, dann würdest du genauso logisch dir einen Käsewürfel ausdenken. Mhm. Und wenn dir einer erzählt, die Welt ist bloß ein Traum, ständig wechselnde Bilder, dann glaubst du das. Aber komischerweise musst du immer bewusst sagen, inwieweit kann ich das überhaupt sehen? Die Vakuumfluktuationen, die Atome, die unteilbaren, die menschliche DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Und dann wird dir genau erklärt, wie das aufgebaut ist. Und jeder, der dir das erklärt, äfft geistlos einfach etwas nach, nämlich seine Lehrer und seine Erzieher, die in dieser komischen Kette auch bloß nachäffen. Weder was du deinen Schülern als alter Lehrer erklärt hast, die Sachen, die man, du gibst, du rezitierst einfach nur. Mhm, genau. Hat natürlich auch einen Sinn, das ist nie ein Vorwurf. Du weißt, das Thema hat man ja sehr oft. Sehr. Wie oft muss ich das noch wiederholen, bis ich es nicht mehr wiederholen muss? Das ist jetzt, wenn du mich sprechen hast, bist du ewig und du kannst dir sofort Einheit gebieten. Oberflächlich bleibt alles gleich. Wir tauschen den tiefen inneren Sinn aus. Das heißt, das Erste, du musst als allererstes, was du jetzt ausbesserst, ist der Glaube, ich wurde in der Vergangenheit geboren. Du wurdest niemals geboren. Wenn man ewig ist, kann man nicht existieren, weil was existiert, vergänglich ist. Das ist die Synthese von These und Antithese. Ein ausgedachter Geist, ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf, das du dir ausdenkst. Und Gott wird so sein, wie du in dir denkst. Er ist natürlich nur, wenn du ihn denkst. Ja. Aber eigentlich denkst du an dich selbst. Aber dir wird nie in den Sinn kommen zu sagen, ich bin Gott. Nein, ich bin der Trockennasenaffe, ich bin der momentane Körper. Das ist nicht doof, ist doch richtig doof. Nein, ich sage, du bist der, der sich das ausdenkt. Den Gott genauso wie den Körper, mit dem du dich verwechselt hast. Ja. Wir können jetzt sagen, der ausgedachte Gott ist der Gescheide und wenn der Gescheide auftaucht, muss er dummer auftauchen. Das bin ich. Nein, du bist der, der sich diese Welle ausdenkt.
Haben wir doch schon lange gehabt, haben wir doch schon vor, seit Jahrzehnten traue ich das vor. Wann setzt sich das endlich einmal, dass du diese hundertprozentig sicher hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfbaren Sätze, wenn du die Gedankengänge mitgehst, die diese Vorstellungen jetzt ja generieren, akzeptier doch einfach das, was ist. Du bist nicht in der Lage, an dich selbst rot gelesen zu denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen. Und dann haben wir Grundlage gelegt. Und dann, wenn das wirklich sitzt, dann läuft es noch eine Zeit. Wir haben eine hochspannende Sache jetzt. Wie geht es weiter? Es ist doch nicht dein Problem. Das Schöne ist, wenn du dich einmal abkuppelst und Tierchen gucken, wie ich es auch ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten, ein Äffchen, das bist du selber. Wenn du mal anfängst, dich ganz wertfrei zu beobachten, wie du funktionierst, dass du dir dessen bewusst wirst als rotes Bewusstsein, wirst du feststellen, das sagt übrigens jetzt der Depperwein, da hast kein Problem. Weil du musst ja keine Entscheidung treffen, du sitzt einfach da, ja, genau. Du beobachtest meinetwegen jetzt den, der du zu sein glaubst, und jetzt kommt irgendwas auf dich zu, dass du Entscheidung treffen musst. Du schaust einfach, wie sich dieses Programm entscheidet, und dann schaust du, was sich dieses Programm auf deinem Bildschirm, in deinem Kopfkino damit für eine neue Situation einhandelt, was praktisch das Konstruktprogramm aufgrund dieser Entscheidung in dir aufwirft. Das ist wie ein Film anschauen. Und dann wirst du feststellen, wollen wir uns langweilige Filme anschauen? Nee, eigentlich nicht. Jetzt habe ich dann wieder, jetzt trennt sich das wieder, dass ich mich denken kann, als einen, der eigentlich ein extrem langweiliges Leben gehabt hat, andere haben ein extrem aufregendes Leben gehabt. Das sind aber auch wieder zwei Seiten. Wo ich sage, ich habe bloß, bei mir passiert ja nichts, ich habe bloß ein so langweiliges Leben. Das liegt doch von dir ab. Langweilig, wie, das ist doch schon wieder Definition von Momenten. Du wirst dich wundern, jedes einzelne Wort ist so unendlich aufregend, wenn du dir einmal die Zeit nimmst, dich mit dem Wort extrem auseinanderzusetzen, was ich gerade gemacht habe. Dazu brauchst du aber die Vordersprache. Du langweilst dich keine Sekunde. Das ist bei jungen Leuten, wie jetzt bei unserem Moritz oder was, wo ich dann auch immer wieder sage, wenn man jung ist, die Begeisterung, ich kenne das, das legt sich. Man wird am liebsten 20 Bücher gleichzeitig lesen. Ich brauche mehr Input, ich brauche mehr Input. Was aber da in dem Moment immer noch nicht bewusst ist, das muss dann irgendwann nochmal kommen. Du kannst nie Wissen von außen in dich reinschaufeln. Du kannst nur das Wissen in dich zurückholen, was du dir vorher ausdenkst. Aber das Wissen, das du dir ausdenkst, entspringt immer noch aus deinem Schwamminhalt. Dieser Schwamminhalt, der Urteil, das Wissen ist wichtig und das ist nicht wichtig. Und wenn du das einmal vollkommen neutralisierst, wie sagt Ole immer wieder, wenn du die absoluten Grundlagen für Holofeeling hast, du musst es nicht einmal auswendig können, es reicht, wenn du... Peter, erinnere dich, ich sage, du lernst als Lehrer, den Kind hast du mal die vier Grundrechnungsorgen. Und wenn das da ist, das Prinzip verstanden ist, du musst nicht selber groß im Kopf rechnen sein, das bläht schon wieder das Ego auf, dann nimmst du einen Taschenrechner in die Hand. Das ist ja in deiner Welt eigentlich schon da, die Welt spricht zu dir, die Liedchen, was ich früher belächelt wurde mit meinen Schlagerliedchen, jetzt platzt es in unseren Holofeeling-Kreis langsam auf, dass die meinen, die Welt hat schon immer zu uns gesprochen. Einer der ersten Almener-Vorträge hier, der Prophet von Heinz Rudolf Kunze. Die Texte hauen dich weg, jetzt nach 20 Jahren, wo man das wieder hört, kriegt man langsam mit, was der Udo uns eigentlich eingespielt hat. In jeder Kleinigkeit, auf der Magidütensuppe, die Bedienungsanleitung, wenn du die geistreich liest, gibst du in einen ganz anderen Bereich. Ich nehme immer meine Beispiele, wo ich sage, der Krug, der zum Brunnen geht und die Lügen mit den kurzen Beinen. Um die geht es doch überhaupt nicht. Es geht doch nicht, wie lange die Suppe kochen muss und dieses und jenes. Es geht um SUB, um Sub, um den Endpunkt. Es ist P, ist hier. Sub, B heißt der End, das Ende, das absolute Ende, ein Sub. Ist PE, das ist hier und jetzt. Und das ist Magie. Mag ist der Zauber, Z, der Gebärer, der Geburtsgeber von AOB, der Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist Mag, der Magier auf Hebräisch. Und das ist der Geist Gottes. Das ist die Suppe. Ein Sub. Meinst du, dass das alles Zufall ist? Es gibt keine Zufälle. Es fällt dir das zu, was du ansteuerst mit deinen Einseitigkeiten. Und das ist dann speziell für dich immer dran denken, FOR, für ist pur, ist das Los, das Schicksal. Da können wir jetzt ganz kurz nochmal reinspringen. Das ist ja P und F, PBH, das O und das R, eine Möglichkeit. Schau,
Das ist einmal hier das Los und der Zufall. Mhm. Immer dran denken, Fall ist Faller. Die Welt ist das, was der Fall ist, hat angeblich Wittgenstein einmal geschrieben, den ich mir jetzt ausdenke. Ahnung hat er überhaupt keine gehabt. Der große Wortphilosoph, Philosophen reden, einer der großen Sprachphilosophen der Welt, Ludwig Wittgenstein. Dann liest das komplette Werk von Ludwig Wittgenstein, er hat sich nicht ein allereinziges Mal irgendwo nur mit der Etymologie eines einzigen Wortes auseinandergesetzt. Was ist ein Sprachphilosoph, der bloß über Satzbau und Hirnwichserei betreibt? Mhm. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch ein auseinanderbrechen, das ist zwangsläufig. Und dann kriegst du ein Schicksal. Ski ist Geschenk. Ist ein Geschenk. Und jetzt ist es all. Ist natürlich ganz interessant. Da kann ich, wenn man das rot macht, das ist das Bewusstsein Gottes. Mhm. Ja. Wenn du kleiner Geist dich vor etwas furcht, pur checkest, mit welcher Kollektion arbeitest du? Dass du aufgrund deines fehlerhaften Wissensglaubens doch de facto immer nur unbewusst selbst ausdenkst. Du fürchtest dich vor Gedanken, die du dir selbst denkst. Komm mal mit dir, schau. 286. Ich könnte jetzt dort, das System ist nochmal eine ganz andere Ebene. Und dann macht der Udo wieder ein einfaches Beispiel, wenn du begriffen hast, dass du immer bist und nur deine ständig wechselnde, dein Fundament, deine Gedankenwellen, die du in dir aufwirfst und Lügen verbreiten in Raum und Zeit. Lüge deshalb, weil du dir immer noch einredest, der Mond ist jetzt da oben, auch wenn ich nicht daran denke. Der Mond ist hier und jetzt, weil ich das Wort Mond ausgesprochen habe, im Zentrum deines Kopfes. Und wenn wir an den Mond denken, der Mond, dir positiv, dir negativ, egalisiert sich, in dir selber ist eigentlich nichts. Und die Welle da außen egalisiert sich auch. Nichts und alles, das ist ein Zustand, den kannst du noch nicht fassen, den kann man vielleicht erahnen. Mhm. Und dann kommst du in das Chatting. Und ein Meer, das Wellen aufwirft und sein eigenes selbst aufgeworfenes Wellenspiel anschaut und das jetzt sagt, die Welle bin ich und die Wellen, anderen Wellen bin ich nicht. Der hat nicht verstanden, was es heißt, mehr zu sein wie bloß eine vergängliche Welle. Yeah. Stimmt oder stimmt? Absolut. Und dann kommt der kleine Spritzer und das, habe ich Angst vor dir. Das ist ein normaler Mensch, der vergessen hat, was Menschsein bedeutet, rot geschrieben, Adamsein bedeutet. Ja. Es ist schon das Quäntchen hier, der Mensch, das Maß aller Dinge. Das bezieht sich aber auf den blauen Mensch, auf das Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm. Dein Schwamminhalt macht den Menschen aus, das Buch, dein Leben, aus dem dieses blaue Ich, wo ich sage, der Mensch generiert wird. Und wisst ihr, wie oft ich darauf hinweise, wie willst du meinen, dass irgendein Arzt oder Lebensberater, bleiben wir bei dem klassischen Schulmediziner, die in irgendeiner Form helfen kann, wenn der so blöd ist, dass der in seinem Alltagsbewusstsein, geistlosen Alltagsbewusstsein, nicht einmal einen Unterschied macht zwischen einem Menschen und einem Körper. Mhm. Eine Person, ein Körper ist eine Facette aus dem Menschen. Und das ist was Existierendes, das kannst du nicht am Leben erhalten und kannst auch nicht an Veränderung hindern, der Säugling, der zum Schulkind wird. Es ist aber ein konstanter Parameter während dieses Lebens. Der konstante Parameter ist noch nicht der Geist, sondern zuerst einmal das Programm, aus dem der Mensch, aus dem diese fünf Körper entspringen. Und zwar nicht nur die ausgedachten Körper, wo ich sage, das bin ich vom Säugling bis zum Kreis, sondern auch die ganze Menschheit, die aus demselben Programm entspringt. Und das heliozentrische Weltbild entspringt auch aus dem Menschen, Programm, das du das Konstrukt wäre und Interpretationsprogramm. Ein ganz primitives Schimmelpilzkolonienprogramm ist. Ja. Ja. Wieso meinst du, dass ich als Udo Jürgens immer einen Schimmel spiele? Das nennt man übrigens Klavier. Koll heißt alles. Jetzt K mit einem K vorne geschrieben. Das sind erst einmal vier vom Einheitskreis, das sind die vier Phasen, aus denen springen nämlich diese ganzen Sinus hier und die ganzen Oberwellen, sind in dem Einheitskreis nämlich alle gleichzeitig. Das wird jetzt Physik. Und wenn du jetzt keine Grundlagenphysik hast, musst du das nicht wissen. Ich sage immer wieder, mach dich nicht körre mit der Vielwisserei, mit der dich jetzt dieser Brösel-Udo, dieser Lautsprecher konfrontiert. Ich betone immer wieder, das ist sekundär, nebensächlich. Mir geht es erst einmal darum, dass du erkennst, was du selbst bist. Der Geist, der mich jetzt sprechen hört. Der mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert wird, ohne dass sich an ihm selbst im Laufe
jetzt Ausgedachten in Bewegung setzen, an ihm selbst irgendwas verändert hätte, an dem Leser eines Buches verändert sich nichts, während er das Buch liest. Es ändert sich nur seine Information. Ja. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Wieso hast du so viele Schwierigkeiten, hundertprozentig sicher zu akzeptieren? Dein Leben muss dich so in ein Chaos versetzen, dass du irgendwann wirklich bereit bist, für diese neue Erkenntnis alles aufzugeben, was für dich bisher wichtig war, inklusive dessen, was du zu sein geglaubt hast. Was ist höchste, die totale Selbstaufgabe in Bezug auf das blaue Ich selbst. Und dann wirst du irgendwann das im Jetzt, irgendwann ist immer jetzt, das Aha kriegen, dass du in einer riesen Selbstlüge gelebt hast. Das ist der Erweckungsprozess, wenn du wach wirst. Und du musst wach werden, bevor sich dieser Körper auflöst. Sonst bist du wie im Bad Dödel, bist du praktisch hier, habe ich auch so oft darauf hingewiesen, die heiligen Schriften stimmen alle. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Was nicht heißt, dass du Geist vergehst, sondern du bist dann in den tausendjährigen Feuers. Mhm. Ein Tag ist wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Mhm. Jetzt haben wir schon wieder unser Tag. Es ist immer heute, platz das dann mal in zwei Hälften auf, nämlich in die Hälfte, die wir Tag nennen, und die Hälfte, die wir Nacht nennen. Mhm. Und die rote Liebe, von der ich spreche, die platzt in zwei Hälften auf, nämlich in das, was ich Liebe nenne, Blau, und das Hassen. Mhm. Das ist Plus und Minus. Ja. Das ist doch wie Ra. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse ist, dann werden dir die Augen, wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie ich. Ja. Weil du endlich erkennst, dass es das eine ohne das andere gar nicht gibt. Es gibt ja gar keine Gesundheit, wenn es keine Krankheit gibt. Ja. Wie unendlich geistlos unvollkommen ist einer, der bloß gesund sein will. Ja. Nochmal ein Satz, den ich mal gesagt habe. Ein Idiot, der auf der Spitze eines Berges steht und sich einredet, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung, dass ich oben bin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt oben bin. Das ist die Elite deiner ausgedachten Welt, dieses Spiegelbild deiner eigenen Geistlosigkeit. Weil du nur nachäffst und dich klein machst, aber nicht so klein, wie es nötig wäre, dass du der bist, der du bist. Du musst dich zu einem absoluten Nichts machen. Ja. Das ist mir noch mein schönes Beispiel, wo ich einmal erklärt habe, hier, wir denken uns jetzt die Erdkugel, ich wiederhole das nochmal, die Erdkugel, so wie wir uns die ausdenken, mit Milliarden und Abermilliarden von Sandkörnern an den Stränden und in den Sandgruben, mit Nadeln und Blättern an den Bäumen in den riesengroßen Urwäldern. Und dann nehmen wir jetzt einen Sandkorn oder einen Grashalm, nehmen wir in die Hand und zerreiben den in der Hand und machen zu Staub. Was verändert sich dann an der Welt, wenn du ein normaler Materialist bist? Nichts. Es würde nichts und niemandem auffallen, dass ein Sandkorn oder ein Grashalm oder Blattfeld an einem Baum in der Urwald. Das bist du jetzt als Brösel. Wenn es dich jetzt wegreißt, wenn es den Bäder wegreißt, oder dann heulen eine Handvoll Leute drumherum, die wir uns jetzt denken, die nur deshalb da sind, weil wir sie denken, und die werden heulen, weil wir uns jetzt denken, die werden heulen. Aber die existieren nur in dem Programm, in den Kopf dessen, der sich dann die ausdenkt, die heulen. Mhm. Mhm. Das ist die Nichtigkeit von uns als Brösel. Mhm. Ein Austausch, Spritzer, Schaumkronen auf dem Meer, auf einem riesengroßen Meer. Ein kleiner Spritzer, der rausspritzt und wieder zurückfällt. Das ist das Nichts. Und jetzt machen wir die andere Seite. Was ist diese Welt, wenn du sie nicht ausdenkst? Ja. Auch ein Beispiel, wo ich seit 20 Jahren erkläre. Ihr nehmt es nicht für voll. Ihr, meine ich jetzt meine Geisteswungen. Ich, mit verschiedensten Programmen, die ihr eigentlich schon längst durchschaut haben müsstet. Durchschaut meine ich nicht ganz bis zum Ende des Buch gelesen, sondern du musst, bevor das Buch endet, musst du wissen, dass du der Leser bist. Mhm. Oberflächlich läuft der Film ganz normal weiter, aber es wird alles viel, viel leichter. Ja. Und ich weiß jetzt, dass ich, wenn ich in mein Margot oder in mein Beda oder in mein Ritterprogramm reinschaue, dass die das mittlerweile über dem Berg sind, wie man sagt. Dass die das wirklich verstanden haben. Das gibt dann Frieden. Ja. Ja. Stimmt. Es gibt dann Frieden, der nicht das Gegenteil ist vom Krieg. Ja. Das ist nämlich auch, der Frieden platzt auch in zwei Hälften auf, nämlich in den blauen Frieden und in den Krieg. So wie hell und dunkel, Tag und Nacht. Mhm. Die Synthese kennt keiner. Es kennt keiner die Synthese.
vom Ei und von der Henne, vom Huhn, wie ich das immer nenne. Mhm. Das AI ist nichts auf Hebräisch, der Schöpfergott. Wir können ja bloß ein I setzen, denn A existiert ja nicht. Schau da oben, Bereshit. Wieso beginnt es mit einem B? Deshalb. Genau. Mhm. Aber das hast doch im Kopf, Berosh, in diesem Kopf, dieses Rei, da hier. Also müssen wir jetzt erst einmal zwei machen, dass überhaupt ein Kopf da ist, wo was drin ist. Ich brauche die Unterschiede. Und das Aleph selber, das Geheimnis von dem Aleph, wo ich sage, da hast du schon wieder das Prinzip von dem hebräischen Zeichen. Ja. Unser J, unser J gespiegelt und das war. 26. 20, genau. In dem Aleph steckt das Jahwe mit drin. Ja. Die 26. Jetzt habe ich ja in der Holo-Arithmetik geht es dann noch einen Schritt weiter. Wenn wir die Stufungen machen, Wort, Buchstabe, Wort, Satz. Kann ich das ja in eine Hierarchie setzen? Ich kann das Aleph ist ein Zeichen. In den Zeichen sind in den Zeichen eigentlich schon ein J, ein gespiegeltes J. Das ist der kleine Gott, rot geschrieben, das J, ein gespiegeltes der Intellekt. Die zwei sind verbunden. Das Aleph steht für den Adam. Okay, wenn ich jetzt dieses Wort Adam weiß, dass das die 26 ist, kann ich Jahwe hinschreiben. Dann kriege ich ja vier Zeichen. Okay, und die 26 als Zahlenwert und diese vier Zeichen des Wortes Jahwe, wo ja in den Aleph die 26 schon drin steht, ist 30 und das Ganze ist ein Wort ist 31. Jetzt kriegst du wieder all, kriegst du nichts. Schön. Das ist nur eine Hierarchie. Ja. Ich kann immer wieder nur sagen, ich mache das mit jedem Wort, mit jeder Sprache der Welt. Es ist ein rein arithmetisches, es ist eine Matrix. Also der Kinofilm Matrix ist kein Gehirngespinst. Oder 13 Floor oder Inceptions. Es sind Zeichen wie Lieder, wie Musik, wie die Bedienungsanleitung hinten, die Kochanleitung auf der Magetütensuppe. Die Welt spricht in jeder Kleinigkeit, ist hier wie in einem Hologramm. Die Hologramm-Metapher, ganz, ganz wichtig, bin ich zigfach darauf eingegangen, wenn du ein Puzzlestück rein, das ganze kleine Puzzlestück aus dem Hologramm, wenn du das wieder einzeln anschaust, ist das ganze Bild wieder drin. Es ist immer in jeder Kleinigkeit ist alles drin, bloß umso kleiner in Bezug auf das Ganze unscharf. Ja. Die Wissenschaft weiß das, verstanden haben die das nicht. Jetzt kann ich wieder nachschauen, wie wird der Hologramm eigentlich aufgebaut, dann kriegst du einen Stahlteiler über einen halbdurchlässigen Spiegel. Und ich sage immer, die muss klar sein, die Strahlen sind was ausgedacht. Das hat noch nie einer Lichtstrahlen gesehen. Lichtstrahlen siehst du nicht. Du musst dir bewusst machen, was sehe ich jetzt? Ja. Das weiß kein Physiker, der sieht einen Laserstrahl. Sondern das, was du siehst, ist es eben nicht. Ich fange ja ganz rudimentär an, wenn ich immer wieder sage, das, was du jetzt siehst, sind keine Trockennasenaffen. Es ist ein Monitor und es sind Läppchen mit verschiedenen Helligkeiten. Und zu sehen, zu erkennen, was du siehst, hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Bewusstsein, mit Aufmerksamkeit. Ich habe also an meinen Udo immer gesagt, in meinem Laden habe ich gesagt, die Fähigkeit, Echtes von Unechten zu unterscheiden, hat nichts mit Geschmack zu tun, ob jetzt eine Anlage echt oder weniger echt klingt. Das ist, wenn wir nicht diskutieren, welcher Fernseher das echtere Bild hat. Ich sage, die Frage ist schon komplett verkehrt gestellt, weil ein Bild auf einem Fernseher flackernde Lämpchen niemals ein echtes sinnlich wahrgenommenes dreidimensionales Bild ist. Ja. Das ist mittlerweile rein technisch mit dem jetzt dadurch ausgedachten Stand von VR-Brillen, wenn du den höchsten Stand der VR-Brillen nimmst, die man technisch machen kann, kommt man jetzt eigentlich schon, dass wenn du eine aufhast, wenn du das entsprechende Signal einspeist, du Geist nicht mehr sagen kannst, ob du aus deinen Augen rauschst. Angenommen, du würdest das nicht spüren, das reine Bild ist nahezu hundertprozentig echt, weil die Auflösung kommt mittlerweile in einem Rahmen der Retina. Jetzt normal logisch ausgeht. Ah ja. Aber die Lämpchen waren nicht von außen, von Lichtstrahlen, die nicht existieren, sondern von innen, von dem Computerprozessor angesteuert, den du Gehirn nennst. Der natürlich nur existiert, wenn du ihn denkst, weil das alles nur symbolische Bilder sind. Ja. So, das lassen wir jetzt gut sein. Jetzt wird wieder alles gegeben. Oh. Alles gesagt. Oh, vielen. Ich sage so oft, ich würde dir so gern was vollkommen Neues erzählen. Aber ich bin jetzt doch wieder der Lehrer in einer Schulklasse, dass ich mir jetzt einen einzigen Geist ausdenke, der aber in verschiedenen Personifizierungen mit verschiedenen Reifestufen filtern mit diesem Video konfrontiert wird. Ja. Und da ist die technische Seite, denke ich mir jetzt welche aus, da soll ich jetzt einfach mal den Namen Folger, der sich so auseinandersetzt, der hat mir jetzt, das ist wirklich lesenswert, sein
Seine Lebensgeschichte hat er mir jetzt geschickt. Auf was nicht wissen, 100 Seiten. Der hat sogar hier, wo es das erste Mal dann vom Udo gehört hat, wo in Almena war, ich habe den ja nicht mitgekriegt dazu, Udo. Ich sage jetzt ganz normal, auf meinem Film war der nicht drauf, wo er sogar noch die Einladungen und die Rechnungen von den Almena-Vorträgen von Sagebill und was natürlich hochinteressant ist. Warte mal schnell, ich muss das fast nur euch zeigen. Das ist ein Leben, eins von vielen Leben. Oh oh. Oh 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 oh. Ich weiß nicht, wo ich das hingespeichert habe. Warte mal, das ist es wert, wenn ich es finde. Mhm. Ah, nee, verkehrter Ordner. Da ist es drin. Habe ich doch. So, jetzt passt doch mal auf. Es ist immer nur das Leben, wie zufällig das Leben ist, jetzt unabhängig davon, immer dran denken, du sitzt vor einem Monitor, alles, was du jetzt reizauslöst hast, denkst du dir was aus, das jetzt nur hier und jetzt in deinem Kopf ist. Und es wird auch nicht besser oder weiter sein wie du, sondern ich gebe dir bloß ganz klare Zeichen. Jetzt, wenn du natürlich jetzt dieser Folger bist, der hat ja nur sein Leben Revue passieren lassen. Und da tun wir jetzt mal den Bildschirm schnell da hin und dann zeige ich euch was. Das ist einmal, der baut ja nur auf Holo-Feeling auf. Das sind so kleine Einträge, unsere Kamera Obscura. Mhm. Ne? Ja. Und ich mache ja dann immer das Uhrzeit 12 ab, aufblühen des 45 des Adam. Mhm. Wenn ihr jetzt hier schaut, dann seht ihr, 348 Seiten hat er über sein Leben geschrieben. Mhm. Das machen viele. Ich habe jetzt von der Ariane habe ich auch ein paar 100 Seiten gekriegt. Mhm. Das sind jetzt die neuesten Schriften. Das kommentiert er, geht dann rein. Aber wir wollen dann mal hier, wenn wir in den persönlichen Bereich runterkommen. Jetzt wartet er mal. So viel Zufälle kann es überhaupt nicht geben, wo du dann irgendwann einmal. So, da ist jetzt zum Beispiel, 2004 hat mich tief beeindruckt. Da hat er von einem Bekannten gehört, schau, Seite 86, schön. Auf seinen immer Duftmarke nenne ich das. Super, nicht schaden, up. Nach dieser Grundausbildung hat mich 2004 Marion Haug angesprochen, Sichtweisen Religion, es gebe doch einen Udo Betscher. Das war hier unser Almina, unser altes ja, Almina. Genau. Ja. War er dann das erste, schaut, dann hat er sogar Ui. Wo er dann beschreibt, wie er dann da reagiert hat, was ich erzähle. Das war für mich einer von vielen. Ein Mittelpunkt, aber es dimensionslos ist es nichts. Er hat es dann reflektiert. Interessant wird es, ich hoffe, ich fahre nicht drüber, dass ich zu schnell bin. Dann kommt ja irgendwann einmal den Holo-Feeling, der Hansen-Block vom Redo. Mhm. Ja. Schau. Ja. Jetzt wird es interessant bei ihm. Das sind jetzt die Bücher, die Schriften ausgedruckt. Hier die Unterstützung, die ganzen Hauptwerke von Holo-Feeling. Ja. Mal die wesentlichen Grundlagen, altgriechisch, hebräisch, was man halt so braucht. Er geht auf den Hansen-Block, er ist der 1440. Klick auf den Redo seiner Internetseite war er. Köstlich, schön. 140.000. Oh, ja. Das ist natürlich sein persönliches Leben. Du kriegst Zeichen, du Geist kriegst in deinem Leben von mir dieselben Zeichen, wenn du diesen Weg folgst, dem Wegweiser. Ja. Ja. Ich bin ein Wegweiser. Der Wegweiser, der Udo, ist nicht wichtig. Die Richtung, wo ich hindeute, deute zu dir selbst, zu dem, was du bist. Mhm. Wir machen hier kein esoterisches oder religiöses Geschwätz. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Wenn das in dir passiert, und ich sage jetzt viele Hauptgeistesfunktionen, ob das die Fettings sind, ob das die Donis sind, ob das der Redo ist, ihr habt alle die Diane, ihr habt alle eure kleinen Wunder. Der Holger jetzt ist mein Holgerchen mittlerweile. Jeder hat seine kleinen Wunder, aber es geht schon noch wesentlich weiter, wenn du meinst, das war's schon. Das war dann hier Weißenburg-Vortrag, das ist in Weißenburg. Ich wusste gar nicht, dass der dabei ist. Mhm. Da, das ist er. Das ist einer von vielen. Die Vorträge sind alle die großen, glänzenden, wenn man anschaut, die muss man, wenn die jetzt all die wieder hervorzieht mit einem gewissen Grundwissen, es haut euch weg, das ist jetzt die Sache mit dem Weißenburg-Vortrag, da sind wir zigfach drauf eingegangen mit dem Zeitungsbericht. Ja. Es ist übrigens auch der 1 Millionste, das war das erste Selbstgespräch.
2020 habe ich das erste Mal mit den Folgen direkt 1:1 gesprochen in einem Selbstgespräch. Ja. Schau mal, die Jahre, der das schon macht, überhaupt keinen Kontakt zu dem Bruder selber. Immer nur im Hintergrund selber seinen Stiefel gemacht. Schön. Ja. So muss es sein. Du musst es alleine machen. Ja, genau. Da haben wir das erste Mal miteinander geskypt, weil er so schöne Fotos gemacht hat. Mhm. Er war natürlich auch der 1.000.000. 440.000. war er, glaube ich, auch auf dem Bredosan. Dann wiederholt sich und dann sagst du, das kann es doch überhaupt nicht geben. Da, der 1.000.000. 444. war er auch, da hat er auch drauf geklickt. Du musst jetzt hier übrigens unterscheiden, dass der Zähler hier ist ein anderer Zähler wie bei YouTube. Mhm. Wenn du YouTube anklickst, wird nur dein Klick wird nur einmal gezählt. Mhm. Okay. Wenn du YouTube anklickst, der YouTube-Zähler macht von einem Teilnehmer immer nur einen Klick, wenn du das einmal angeschaut hast. Wenn du das Video 10-mal hintereinander anklickst, wird da nicht 10-mal Klicks generiert bei YouTube. Mhm. Sondern immer jeder, das sind praktisch jetzt ausgedachterweise bei YouTube, wenn da 5.000 draufdrücken, sind es 5.000 verschiedene Menschen. Ob die das natürlich dann ganz anschauen oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Mhm. Wenn jetzt da einer 500 Mal dasselbe Video anschaut, gilt es nur als ein Klick, wenn er denselben Computer benutzt. Ah, ja. Okay. Bei der Internetseite werden die Klicks prinzipiell gezählt, die auf die Internetseite gehen. Wenn ich neu einwälze. Jetzt nicht nacheinander, wenn das Max zählt, das auch nicht. Aber wenn du dann doch drauf die Seite wieder aufrufst, weil die ja sich ständig verändert, das YouTube-Video verändert sich ja nicht. Mhm. Aber wenn ein neuer Eintrag da ist und du klickst, es kommt ein neuer Klick dazu. Ah, okay. Da muss man wissen, wie das programmiert ist. Mhm. Und da könnte ich euch jetzt einen ganzen Haufen zeigen. Jetzt übrigens die Carola, Schweiz. Die ist auch schwer hinterher, hat mir jetzt auch so ein Monster-Teil wieder geschickt. Die Teilnehmer wieder die kleinen Wunder, wo in ihrem Leben passieren. Das ist ja jetzt der neueste Stand hier. Matrix-Film, das ist aus dem Weißenbruch-Vortrag. Dass das plötzlich hier alles in so einen unheimlichen Sinn gibt, dieses Prinzip, das spannt sich dann auf, das habe ich alles erklärt. Die zwei Seiten dann dreidimensional. Das ist, da gibt es keine zufällige Welt und keine Sprache, die zufällig entstanden ist. Das lassen wir jetzt gut sein. Das heißt, ich mache jetzt das nicht, wenn ich das zeige, um dir irgendwas verkaufen zu wollen. Das gibt es bei Holofeeling nicht. Ich mache dich neugierig auf dich selber. Es setzt mich, ich sage jetzt mal mit meinem Udo-Programm, in eine tiefe Hilflosigkeit, wenn ich, wie ich immer wieder sage, ich kann dir die Nase bloß 2 Zentimeter über die Scheiße halten, wenn du dann immer noch nicht merkst, was riecht und noch weiter hingehst, bist du selber schuld. Und gespiegelt dazu bei manche. Will ich jetzt keine Namen nennen, ich kann dir wirklich nur ein Leckerchen, eine duftende Rose unter die Nase halten, ein Leckerchen, wenn du dann nicht zubeißt, bist du auch selber dran schuld. Ja. Wenn du nicht reinbeißen willst. Obwohl alles danach schreit, dass du reinbeißen sollst. Du hast es in der Hand, aber solange du von deinem Schwamminhalt gesteuert wirst, das ist nicht deine Meinung. Solange du einen Respekt vor Autoritäten hast, du sollst einen riesen Respekt haben vor jedem Menschen, dass er so ist, wie er von dir gedacht wird. Aber hör auf, irgendwelche besonders zu bewundern, einen super tollen Udo, wie lieb der doch ist, werde ich. Ich kann immer wieder bloß sagen, als Udo in dem Finanzamtbrief, ich kann es nur als ganz normaler, unscheinbarer Brüssel euch vorlieben. Du kannst durchaus eine eigene Meinung vertreten, ohne dass du irgendwann deine Meinung aufzwingen willst. Ich kann durchaus meine Meinung haben, aber die anderen ihre Meinungen auch akzeptieren. Ich habe mir die alle zu eigen gemacht, weil ich merke, dass jeder recht hat. Aber immer nur ein bisschen. Ja. Jetzt kommen wir wieder mit dem Auto. Ja. Solange man sagt, der Kabelstecker ist ein Auto, ein Reifen ist ein Auto, eine Schraube ist ein Auto, ein Schlauch ist ein Auto, eine Windschutzscheibe ist ein Auto, hat er nicht verstanden, was ist Auto. Ist ein Auto ist ein Fortbewegungsmittel. Es hat zuerst einmal im Ursinn des Automobiles, des Selbstbewegers, nichts mit der Materie zu tun, aus dem das Auto ausgedachterweise besteht, sondern der Ursinn des Automobils ist, dass man sich etwas in Bewegung setzen kann, wenn ich mich reinsetze. Mhm. Und ich sage, um mit einem Auto, die Automatik, die Mathematik, um mit einem Auto mitzufahren, und Holofeeling ist ein himmlisches Gefährt, musst du nicht selber Auto fahren können. Es würde mir reichen, wenn du dich einfach im blinden Vertrauen reinsetzen. Schön. Ja. Dann nehme ich dich mit. Ich habe die Tür ganz weit aufgemacht. Noch weiter geht's nicht. Schön. Die Tür in deine absolute Freiheit.
das Vögelchen Mathematicus, wo am Fenster steht und die Käfigtür ist offen. Und die Vögel kommen und sagen, komm doch mit. Das sind jetzt eigentlich Geistesfunken. Die Ritter wird sagen, die Fettings werden sagen, die Toni, die Helene wird sagen, komm doch mit. Helene kann, der Toni kann es nicht mehr sagen, der ist schon da. Genau. Ich wieder genau. Der ist schon ich mittlerweile. Genau. Ja, da gibt es mich ja nicht mehr. Das ist den Preis, den du zu bezahlen hast, dass du zuerst einmal nichts warst. Ja. Aber dann wirst du erkennen, wenn du dann dieses Nichts geworden bist, dass du alles bist. Das bedeutet du. Ja. Okay, du musst dich nur reinsetzen drauf. Jetzt pass auf, jetzt machen wir aber die Qualität steigern. Du wirst aber feststellen, es macht noch viel mehr Spaß, wenn du auch selber Auto fahren kannst. Jetzt wird's, pass auf. Um Auto fahren zu können, musst du nicht wissen, wie der Motor und die Elektronik in dem neuen Auto funktioniert. Du musst nur die Regeln des Autofahrens beherrschen. Das ist eine bessere Qualität, wie bloß sich chauffieren lassen zu müssen, weil dann bestimmst du nämlich auch, wo man hinfährt, wenn du hin drin sitzt. Ich fahre dich dann schon hin, wo du hin sollst, aber wenn du dann selber Auto fahren kannst, kannst du zusätzlich auch noch woanders hinfahren. Dazu musst du übrigens nicht wissen, wie der Motor funktioniert. Nee. Man kann auch Auto fahren. Wenn du jetzt aber zusätzlich noch weißt, wie das Auto funktioniert, macht es noch mehr Spaß. Ja. Übrigens auch ein altes Beispiel, wo der Schopper ja. Hat. Ja. Genau. Es geht um die kindliche Neugier. Darum sage ich ganz einfach wieder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Himmelreich nicht betreten. Ja. Und was ist das Kind? Es wird zuerst einmal alles essen. Es nimmt alles zuerst einmal im Mund. Bist du mit doofen Trockennasenelfen so, nein, das nicht. Und dann wirst du schon zerrissen und du hast mit dem was außen, was du nicht willst, hast du schon Fremdbild. Ja. Jetzt lassen wir es aber wirklich gut sein. Es ist gut. Es ist doch, Mio. Es ist sehr gut. Ja. Absolut. Und das Dorf, unser Gut auf Hebräisch, ganz schlichtweg einfach eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Das ist das hebräische Wort für gut. 962. Gut, spielen wir noch eine Runde Leben. Danke. Ich bin guter Hoffnung, sagt man. Ich gehe schwanger mit. Wunderbar.